Servus, wir begrüßen euch recht herzlich zu einem wunderbaren Interview mit dem Mike Büchel und mir und der Alfonso, der ist im Chat und der hat mich jetzt schon die zweite Woche allein gelassen und dann habe ich mir gedacht, lade ich einen anderen Unterstützung aus dem Westen. einen attraktiven Mann ein, ne? Mit üppigen Haupthaar. Ne? Also man muss ja eine Linie treu bleiben, und, oder? Und da denkst du an mich, das ist sehr nett zum Wohle. Wie es immer bei den Podcasts ja auch immer so ist oder so, dass da wird ja dann immer irgendwie erst einmal so eine riesen Einführung gemacht und werden natürlich die Meriten dann vorgetragen. Und das sparen wir uns, weil das dürfst du dann selber machen, du dürfst dich dann selber beweihräuchern. Ich sage nur so viel dazu, dass ich mich natürlich total freue, dass du Zeit hast, hier den Abend mit uns zu verbringen und dann deine Werke zu zeigen und auch über dein Werk und deinen Werdegang. Und wenn wir dann auch noch dazu kommen, war so mein Plan, dass wir einfach ein bisschen so Allgemeines reden, wie das denn so ist, als freischaffender Künstler sich dann so durchzuschlagen, also mit den Glücksmomenten und den anstrengenden und den mühsamen und den freudigen Dingen, die alles so im Künstlerleben dann immer so passieren, oder? Da gibt es genug. Das stimmt. Also danke insofern, für die Einladung. Gerne. Weil da ist es dann auch so, dass man natürlich dann wahrscheinlich auch relativ viel gute Themen haben. Ich habe mir auch einen wunderbaren Zettel aufgeschrieben. Ja, danke, dass du mir nichts davon da im Vorfeld gesagt hast. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Habe mich gut vorbereiten können. Ja, genau. Aber ich habe mir natürlich auch überlegt, dass ich, das habe ich ja schon gesagt, also die indiskreten Fragen sozusagen, die stelle ich nicht. Aber dann hat der Mike gemeint, ich könnte sie schon stellen, aber er wird nicht darauf antworten. Ja, oder wir zensurieren danach. Also wegbiepen. Also, ne? Ja. Auf jeden Fall, jetzt mal gleich mal noch kurz am Anfang, ist es so, dass es natürlich auch anders ist wie sonst. Also das heißt, die ganzen Präliminarien, die fallen jetzt heute weg. Also wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Weil da sind jetzt einfach nur die Sachen eingeblendet, die ihr sowieso wisst. Und die andere Sache ist natürlich die, dass wir uns dann auch nächste Woche dann wieder bei allen Sponsoren bedanken, die uns unterstützt haben und die den Stream auch immer unterstützen. Und dementsprechend werde ich das jetzt heute mal auslassen und werde dann namentlich euch dann nächste Woche dann erwähnen. Ansonsten gehen wir jetzt eigentlich gleich einmal rein, würde ich sagen, weil das dann immer so deppert ist, oder wenn dann der Mike irgendwie hier jetzt irgendwie ein bisschen arbeitslos hier rumsitzt und so und dann mir irgendwie zuhören muss, wie ich dann irgendwelche komischen Sachen sage. Nämlich, solange du mir lobst, passt das. Das kommt erst noch. Das kommt noch, weil wenn dann deine Bilder zu sehen sind und so, ne? Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben eigentlich? Ja, das weiß ich noch. Und zwar habe ich ein Tutorial von dir geschaut. Okay. Und habe mir die Idee geklaut, wie man Bilder fotografiert, weil da war ich ganz schlecht. Ich bin mit meiner Kamera ganz schlecht und da habe ich natürlich dann recherchiert und bin auf den Profi gestoßen. Cool. Aber dann was? Dann habe ich dir geschrieben, habe gesagt, coole Arbeiten und dann haben wir gesagt, wir treffen uns und ein halbes Jahr später dann nochmal haben wir es geschafft. Genau. Wieso ist das? Ist auch das Schwierige, wenn man natürlich in einer ein und derselben Stadt lebt, ne? Das ist irgendwie so, das sind die, und vor allen Dingen im Nachbarbezirk. Das kommt auch noch erschwerend dazu, oder? Ja, es ist zu nah wahrscheinlich. Ja. Das ist, du wohnst eigentlich genauso zwischen mir und Ralf. Also das heißt sozusagen, das ist so, das ist wirklich, glaube ich, fast ungefähr die Mitte und so. Das ist viel zu nah, kann man sagen. Bermuda-Dreieck. Also, ja, und das ist dann echt so das Ding, dass man, und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn man das kennst du ja auch irgendwie so, dass man dann sagt so, ja, okay, dann, wir machen mal was oder wir sehen uns mal, das kannst du vergessen. Das ist einfach so, entweder du sagst, ey, wie schaut's aus nächste Woche und dann findet es auch statt. Ne? Aber wir haben es ja geschafft, wir haben es bis daher geschafft und es ist ja nicht schlecht. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, Mike, wir haben uns dann eben über die sozialen Medien auch erstmal kontaktiert und es ist ja so, ich habe immer so Hass-Liebe-Verhältnis mit den sozialen Medien. Wie siehst denn du das? Wie nutzt du die? Für mich ist Arbeit. Ja. Also eindeutig, also das ist etwas, was ich machen muss und es macht mir einfach ganz und gar keine Freude, aber ich mache es trotzdem. Also ich muss sagen, ich bin generell mit Computern sehr schlecht, ich mag es nicht und ich könnte meine Zeit vor der Staffelei verbringen und bin ganz glücklich. Ich brauche den Rest rundherum, brauche ich nicht. Aber warum glaubst du, dass es wichtig ist? Nein, ich glaube, es ist halt doch es
Der erste Zugang überhaupt zu Maler sucht man mal, ist der auf Instagram, ist der auf Facebook, ist der auf YouTube vertreten und ja, ich glaube, deswegen muss man einfach schauen, dass man da, da präsent bleibt. Ja. Ja. Aber ja, es haltet sich eben in Grenzen, also meine Follower halten sich auch in Grenzen, dadurch, dass ich alle 2 Monate mal was poste. Glaubst du, dass du, dass man tatsächlich über die sozialen Medien was verkaufen kann? Ich habe noch nie was verkauft. Nein, stimmt nicht. Ein großes Werk sogar habe ich über Social Media Kontakt, also aufgenommen wurde über Social Media und habe gesagt, ja, passt, nehme ich. Ja. Ja, aber das ist eher die Ausnahme, oder? Es war das erste und das einzige Mal bis jetzt, ja. Weil letztendlich geht es schon über persönliche Kontakte. Ja, der ist sowieso danach gekommen. Also er ist nachher danach ins Atelier gekommen. Aber er hat, also die erste Nachricht, glaube ich, war, ich möchte es haben. Was kostet es? Da habe ich ihm das geschrieben und dann hat er gesagt, ja, passt nämlich. Also das war ein Großformat und auch recht teuer. Aber ja, funktioniert auch. Und das gibt auch eine Motivation zum Weitermachen und man weiß, es lohnt sich doch. Ja, also ich glaube halt einfach, im Endeffekt ist es so, wie du sagst. Also das ist, also mittlerweile ist es ja so, dass. Also ich habe das mal irgendwie so gecheckt bei den Youngsters, wenn die jetzt zum Beispiel Kontakte austauschen, dann ist es nicht so, ey, gib mir mal eine Telefonnummer, sondern ey, was ist denn da Instagram? Es ist einfach so dieses Ding, ey, was ist der Instagram? Ob es jetzt viel oder wenig machst oder so. Aber es ist halt natürlich echt immer so die Geschichte, ob man es, wie man das denn umsetzt. Und natürlich, jetzt ein Instagram-Like bedeutet jetzt nicht, dass jemand einen dicken Geldbeutel hat, um dann gleich ein Bild zu kaufen. Ne? Also das ist halt auch irgendwie, finde ich, immer ein bisschen so die Hürde. Mir hat nämlich mal ein Münchner Galerist erzählt, der hauptsächlich so Instagram-Stars ausstellt, der hat halt gesagt, da hat er halt irgendwie so eine super bekannte Instagram-Malerin ausgestellt. Die Bude hat gebrannt. Nicht viel verkauft. Fernsehen, doch, er hat verkauft, aber eben an die Sammler, die in der Galerie immer kaufen. Aber es war stoffvoll, keiner ist in die Galerie reingekommen, Fernsehen war da, also es war total irre. Aber es haben eigentlich nur die Sammler gekauft, die sowieso immer kaufen, ne? Also, oder die eigentlich schon über die Galerie da waren. Es gibt noch eine andere Sache, die ich noch in die Gemeinde reinrufen möchte. Nämlich, wenn ihr eine Frage an Mike habt, dann macht es bitte so, dass ihr dann @StephanNützel schreibt. Also das heißt, das Spiel kennt ihr ja schon, wenn ihr nämlich das @Zeichen reingibt und dann Stefan reingibt, dann erscheint mein Name orange und dann kann ich natürlich die Fragen auch besser rausfriemeln aus dem Chat, weil natürlich der Ralf auf dem Sofa hockt und sich von seiner langen Fahrt aus Kroatien erholen muss. Und dementsprechend ist es so, wenn ihr dann später dann auch bei den Bildern, die wir euch zeigen werden, dann auch Fragen habt, die ich zum Beispiel nicht gestellt habe, dann könnt ihr das natürlich im Chat machen. Das ist auch so die Geschichte. Und ansonsten ist jetzt auch gleich einmal meine erste Frage, ob du mal drüber reden könntest, wie deine Ausbildung war. Wann hast du das mal angefangen? Die Ausbildung ist bei mir recht unorthodox. Also ich habe immer schon eigentlich gezeichnet, also in der Kindheit schon so beginnt der klassische Biografie eines Malers, oder? Eigentlich. Und habe dann später angefangen zu tätowieren. Das war nachher mein erster Zugang eigentlich. Dann wollte das doch professioneller machen, habe dann 2-3 Jahre Kurse besucht, so kleinere. Dann habe ich angefangen in Mexiko auf der Bellas Artes de Jalapa zu studieren. Dort habe ich nicht viel gelernt, dann bin ich nach Taiwan gegangen, nach Taipei. Da habe ich einen berühmten Maler angeschrieben, habe ihm eigentlich nur gesagt, dass mir seine Arbeiten sehr gut gefallen und dass es wenige gibt, die so arbeiten wie er. Und dann hat er mir geschrieben, ich kann gerne vorbeikommen und mit ihm parallel arbeiten. Und das habe ich dann auch angenommen. Und dann sind wir halt monatelang nebeneinander gesessen. Und er hat nur Chinesisch können, ich habe nur Englisch. Und ja, also alles, was ich können habe, hat er nicht können und umgekehrt. Und dort habe ich am meisten gelernt eigentlich. Also das war so eine klassische Schule. Dann war ich, um die ganze Geschichte kurz zu machen, Flemish Classical Atelier in Brügge, Belgien. Florence Academy of Art, Angel Academy of Art und das war's dann, ja. Das war so mein Werdegang.
Das war's dann. Also okay, es ist relativ üppig, würde ich sagen, die Ausbildung. Also das heißt, die sind aber auch, also jetzt zwei Sachen, die mir auffallen. Das ist das eine, dass es jetzt eher ein traditioneller Weg ist, also so das Ateliersystem, das du eigentlich gemacht hast. Also es ist jetzt nicht so an der Akademie, du bist jetzt bei irgendeinem Akademieprofessor, der hat irgendwas gemacht und die Studenten machen irgendwas anderes. Also das ist normalerweise, das ist wie in der Akademie läuft, sondern es ist ja wahrscheinlich auch, jetzt so Florence Academy ist ja aus, eher so Atelier-Tradition. Ja, aber das ist aus der schlechten Erfahrung mit den Akademien kommen eigentlich. Also durch die Erfahrung in Mexiko habe ich gewusst, wenn ich so weitermache, da kann ich in 10 Jahren noch nicht malen. Ich meine, vielleicht ist es ein schöner Lifestyle und man fühlt sich halt als Künstler und geht da dann alle 2 Tage mal hin und nachher ist kein Professor da, weil er irgendwo am Strand liegt oder keine Ahnung. Jedenfalls dort waren sie da ziemlich undiszipliniert und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich eigentlich das Handwerk als erstes lernen will, weil den Rest kann ich mir selber beibringen. Mhm. Es war nachher ein bisschen ein Trugschluss auch, aber ich habe halt nachher so ja, Adorno gelesen und so John Dewey und so. Und also die dicken Werke durchgearbeitet, weil ich immer gemeint habe, ich habe ein Defizit. Ich muss was auffüllen, weil ich nur das klassische Handwerk lernen hat. Mhm. Und so bin ich dann da weitergekommen. Ja. Mhm. Das ist lustig, weil das ein bisschen ähnlich ist wie bei mir oder so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe dann das Abitur nicht gemacht. Und die Kunstleistungskurs gemacht haben, ja, die haben so in der Kunst schon was gemacht und so. Und ich bin dann auf eine Fachoberschule gegangen. Und da war es dann auch so, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss irgendwie diese Kunsttheorie irgendwie so nachholen. Ist die wirklich tatsächlich wichtig für das, was du malst? Ich habe, was ist wichtig? Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, finde ich, als Maler. Also ich habe immer das Bedürfnis gehabt, dass es irgendwo... Oder immer das Gefühl gehabt, dass irgendwo in der Welt jemand ist, der was die ganzen Informationen hat oder eine Schule oder eine Akademie und das Wissen wollte ich haben. Mhm. Also es war ein Trugschluss, weil jeder muss sich für sich selber arbeiten. Aber ich habe gedacht, man geht irgendwo hin und lernt alles und saugt alles auf und nachher ist man ein guter Künstler. Und das war eine naive Vorstellung, aber so habe ich halt eine Akademie oder Schule nach der anderen absolviert zum Schauen, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, da lerne ich das nicht, was ich will, gehe ich zur nächsten und dann bin ich von der zur nächsten, immer auf der Suche nach Antworten, was mir die Malerei gestellt hat, also Fragen, was mir die Malerei gestellt hat, die richtigen Antworten gesucht und habe sie eigentlich bis zum Schluss nirgends gefunden und habe sie dann schlussendlich für mich selber beantworten müssen. Und da finde ich, ist die Kunstgeschichte und Theorie schon wichtiger. Mhm. Weil sonst kommt man nicht in die richtigen Fragestellungen rein. Glaubst du nicht? Mhm. Ja, es ist ein guter Ansatz, finde ich. Weil letztendlich ist es tatsächlich so, wie du sagst. Also das ist so, es ist ja natürlich irgendwie so eine schwierige Balance zwischen dem, dass man seinen eigenen Weg findet und dann aber irgendwie diesen riesengroßen Rucksack an Malereigeschichte hat oder keine Ahnung, ob man den hat. Aber das ist halt einfach dieses, was so vor einem war, ist einfach so gewaltig in der Malerei, dass natürlich das natürlich auch erstmal ein bisschen einschüchternd sein kann, wenn man dann anfängt. Ne? Das heißt sozusagen, es gibt dann den Ansatz. Also weil ich habe dann auch mal in einem Interview von dir, das ich nachgeschaut habe, hast du gesagt, dass du zum Beispiel Francis Bacon total gut findest. Also das heißt, mir geht es auch so. Also es gibt auch Künstler, die jetzt nicht offensichtlich so arbeiten, wie man das selber tut. Aber das heißt ja nicht, dass man die nicht gut finden kann und dass man da auch nicht Qualitäten drin sehen kann, die für einen relevant sind zum Beispiel. Ne? Genau, und das ist eigentlich auch das Problem, was ich mit den Akademien gehabt habe. Also gerade mit den Ateliers, so wie du sie davor auch beschrieben hast, weil meine Vorstellung war, ich gehe hin und ich lerne das Handwerk und nichts anderes. Mhm. Aber es stimmt nicht. Mhm. Man kriegt eindoktriniert, dass man eindoktriniert. Danke. Ja. Eindoktriniert. Eingetrichtert. Eingetrichtert. Nehmen wir es so. zum Beispiel, man lernt, was man alles nicht gut finden darf. Ja. Und das geht gar nicht bei mir. Also wenn ich gesagt bekomme, dass ich Picasso schlecht finden soll und das so ganz direkt oder eben... Wo war das? Florence Academy. Nein, also, das war Angel Academy. Florence Academy, da hat der Direktor nichts mehr mit mir gesprochen, weil ich gesagt habe, ich stehe auf Francis Bacon.
Echt? Ja. Was, du hast gesagt, du stehst auf Francis Bacon und hat ja nicht mehr mit dir gesprochen. Ja, jeder ist zu ihm ins Atelier eingeladen worden, nur ich nicht. Ah. Und das habe ich dann auf die Aussage zurückgeführt, weil ich habe dann auch mit mehreren Professoren dort gesprochen und sie haben gesagt, also das ist ein No-Go. Ja. Ein No-Go. Also du kannst nicht, sie können nicht öffentlich sagen, dass sie Francis Bacon toll finden. Ja. Weil es einfach, ja, es sind einfach Puristen. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass sie nicht über die Ateliers schimpfen und jetzt bin ich schon mittendrin. Ja, gut, also. Okay, dann will ich da nicht nachbohren, aber es ist dann interessant. Ich hatte nämlich eine Schülerin und die war eben in Florenz. Und die hat diese Sommerkurse gemacht. Also die gibt es ja nicht nur die vorhin, sondern es gibt dann auch eben so die Sommerkurse und die hat es über ein paar Jahre gemacht. Und da war das dann so, dass die, das war echt wirklich phänomenal. Das war so dieses und ich kenne das eben auch ich kenne einige Leute, die da so beim Ordner drüben studiert haben. Oh, ja. Und da ist es auch so, dieses Ding, das fast, wie soll ich sagen, exkommuniziert. Das ist ein Kult. Ja, du wirst exkommuniziert, wenn du Ultramarinblau verwendest. Ja, was ja, ist ja, alles ja, aus Schwarz ja, machen das musst. Geht mit gar der, nicht. Wie der Ralf mit der Apelles-Palette. Ja. Also die Anders-Sorn-Palette oder so, die ist es dann. Ne? Und dann musst du sagen, okay, da tun wir aus den Totfarben das Bestmögliche rauskitzeln. Und ich meine, es ist halt auch so, wenn du jetzt in den Hautfarbtönen bist, dann ist es natürlich so, ich bin so zwiegespalten, weil es natürlich schon genial ist, was das kann. Andererseits ist es aber auch so, dass du genial in dem Sinne, dass du lernst, aus diesen sehr gebrochenen Farben das Größtmögliche rauszukitzeln. Aber andererseits ist es natürlich auch sehr limitierend, weil du halt dann doch irgendwo so, du wirst nicht aus einer bestimmten Farbigkeit rauskommen. Also ich denke auch zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Acrylmaler anschaust, ich unterrichte zum Beispiel, wenn ich jetzt Kurse habe, zum Beispiel, ich bin in Kolbermoor und da gibt es dann im unteren Raum, ist dann der Acrylmalraum. Also das heißt, wenn meine Ölmaler, die könnte man dann zum Beispiel so bei mir auf die 60 Quadrat oder auf die 40, 50 Quadratmeter unterbringen, es ist so, dass du halt einfach für die Acrylmaler schon mal einen Raum brauchst, der ungefähr 120 Quadratmeter ist, ne? Und jeder hat Riesenleinwände und dann hat er jeder dann eigentlich gleich jede Farbe von Acrylfarben, die der Farbhersteller produziert. Damit sie nicht mischen. Weil ja natürlich die Acrylfarbe so schnell trocknet. Ne? Und nachher kommen die Ölmaler mit vier Farben. Ja, aber das Ding ist halt einfach so, dass du natürlich, wenn du jetzt so eine reduzierte Farbigkeit hast, dann lernst du das Mischen. Das heißt, genauso gut, wenn du jetzt nur die drei Grundfarben hast, lernst du das Mischen. Ne? Ich finde schon, dass das System auch Sinn macht. Also das will ich jetzt nicht alles schlecht reden. Aber ich finde, erstens, man muss davor schon ein bisschen Rebelle sein vielleicht, dass man die Sachen auch wirklich hinterfragt. Ja. Und zweitens ist es gut, wenn man davor schon eine längere Phase hat, wo man selber experimentiert, weil sonst kommt man hin und dann kriegt man ganz genau von Anfang bis zu Ende gesagt, wie man zu malen hat und wie man nicht zu malen hat. Ja. Und da gibt es kein Links und Rechts davon. Also es gehört genau so und es gibt auch nichts zum Hinterfragen. Mhm. Und ich habe halt viele Leute kennengelernt, die was jung begonnen haben und die was ihre Erfahrung, die große Erfahrung dort eigentlich gemacht haben mit der Ölmalerei. Und dann kommen sie raus und haben ihr schönes Diplom und sagen, und was mache ich jetzt damit? Ich habe jetzt nicht die Konditionen, wie sie im Atelier sind. Mhm. Ich habe keine Lichtverhältnisse in der Art. Ich habe nicht den Raum, dass ich in Side-Size arbeiten kann zum Beispiel, was ein großes Problem ist. Mhm. Und du kannst halt nachher auf eine kleine definierte Art malen und alles andere ist dann noch komplett fremd und ich finde das nicht gut. Ich finde, das ist so ein bisschen wie alte Meister faken. Du hast einen gewissen Stil gelernt, aber du kannst eigentlich mit allem anderen, wenn man da einen Bleistift wegnimmt und die Kohle in die Hand gibt, nachher kannst du damit nichts mehr anfangen zum Beispiel. Mhm. Und das sehe ich schon als Handicap von den Schulen. Okay. Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt auch wieder auf Instagram jetzt jemanden gefunden, das ist so, ich sehe dann dieses Profil und dann steht halt irgendwie Florence Academy, ne? Also tut mir leid, wir schießen uns da jetzt ein. Aber das Interessante dran ist, ne, und dann schaue ich so durch und so und dann gehe ich auf ihre Webseite und dann, da steht halt sozusagen, ja, ich habe halt irgendwie auch noch bei Ordner drum studiert. Und es ist halt so, okay, und das siehst halt auch immer. Mhm. Und es ist ja schon, ich glaube schon, dass man auch, ich sehe es auch so, dass man in einer Tradition steht, ne, dass man auch aus dieser Tradition rauskommt, sich dann was rausnimmt. Aber wenn man dann da stecken bleibt, also das ist so jetzt der Prozess und das wäre jetzt die Überleitung auch zu deinen Werken. Also ich denke, man sieht einfach, dass du
dass du diesen Weg, also diese Basis hast, ne, und die jetzt weiterträgst. Also jetzt adaptierst für dich, Sachen rausnimmst, die für dich passen und dann veränderst. Aber die Sachen habe ich in Taiwan gelernt. Mhm. Die habe ich nicht in Florenz gelernt. Mhm. In Florenz, also wir haben zwar gesagt, wir leiten über zum nächsten. Okay. Aber es war für mich jetzt nicht wirklich so, dass ich sage, okay, das hätte ich jetzt sonst nicht lernen können. Mhm. Man zahlt Unmengen an Geld. Mhm. Und die Information, was man kriegt, haltet sich in Grenzen. Mhm. Es ist einfach, ja, man kriegt eine Tafel vorgesetzt, die, was man kopiert, hat man die fertig, dann kriegt man die nächste vorgesetzt, hat man die fertig, kriegt man die nächste vorgesetzt. Und irgendwann mal kommt man halt zum Punkt, wo man sagt, wow, erste ist fertig, zweite fertig, dritte fertig. Und nachher irgendwann mal kann man halt nicht mehr. Mhm. So ist mir gegangen. Mhm. Andere waren wieder ganz glücklich, aber die haben halt... Mhm. Ja, die haben das ist halt gebraucht, Stil. So ja, diesen, genau. Diesen Rahmen. Ne? Klare Führung, eine klare Autorität. Jemand, der was da ganz genau sagt, wie man das macht. Und zu mir haben sie halt immer gesagt, hinterfrag nicht alles, mach einfach. Also ich habe sie schon ganz narrisch gemacht teilweise. Aber auf das war ich ein Geheimnis, ganz stolz. Ja, aber weißt du, für mich ist es ja zum Beispiel, also mich hat es jetzt irgendwie so in der Corona-Zeit irgendwie also fertig gemacht, dass die so ein Wort besudelt haben. Nämlich den Querdenker. Also ich finde, dass ein Künstler, das ist Berufsbeschreibung. Ja. Das ist einfach so, das ist so, der Künstler hinterfragt, der Künstler ist ein Suchender und das ist so... Das ist Hauptaufgabe. Ja, das ist die Hauptaufgabe. Ja, ja. Und das heißt sozusagen, dass dann plötzlich Querdenker, also man braucht jetzt keine Querdenker. Ich finde es absolut essentiell, einfach eine Sache zu hinterfragen, weil das ist einfach echt was wir andauernd machen. Und das ist jetzt so die Sache... Das heißt ja nicht, dass es nachher Sinn macht, was man daraus macht. Aber man probiert, experimentiert, genau. Schaut, man fällt, man steht auf, geht weiter. Genau, ja. Ja. Da gibt es eine Frage vom Ralf. Vieles Lernen ist super, aber mich würde interessieren, gibt es irgendetwas, was man sich sparen kann zu lernen? Anatomie? Ich bin ein Anatomie-Fan. Okay. Nein, keine Ahnung, ich habe jetzt einfach nur was eingeworfen. Sozusagen. Also gerade Anatomie finde ich essentiell. Mhm. Würdest du Anatomie streichen? Echt? Ich habe, glaube ich, kaum, kann ich ehrlich sagen, wir haben in der Akademie auch die Anatomie gehabt oder so, aber ich glaube, ich habe es nicht wirklich ernst genommen. Ne? Also das ist immer so die Frage. Ne? Ja, ich weiß, das ist so ein ganzes ungeliebtes Thema, aber ich mag das. Ich mag Knochen, ich mag Muskulatur. Mhm. Ich mag auch Ecrochet machen. Das ist das Wort, was ich das letzte Mal gesucht habe. Ecrochet. Also das schaut es nach. Das ist Ecrochet. Ecrochet. Okay. Das, ja. Also das ist etwas, was ich mag, was man sich sparen kann. Das ist eine gute Frage. Ja. Kann man sich was sparen? Also besser gesagt, das ist die Frage, was vielleicht der Ralf auch merkt, kann man den Weg abkürzen? Ja, das wäre die Frage. Ja, ne? Das wäre die Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg machen. Genau. Und ich glaube, da bleibt nichts übrig. Ja, ja. Und wenn man jetzt, es hat ja viele Maler gegeben, die was überhaupt keine Lehrer gehabt haben, die was zufrieden waren, ihre Farben in Erde anzurühren und nachher damit zu experimentieren und sind damit berühmt worden. Also da gibt es ja mehrere Beispiele. Ich finde, man muss einfach seinen Weg finden. Und es ist eine persönliche Geschichte. Mhm. So wie wir zuerst gesagt haben, es ist nicht trennbar vom Leben irgendwie. Ja. Und ich war halt immer jemand, der was immer Antworten außen gesucht hat und deswegen bin ich durch die ganze Welt gerannt und bis ich verstanden habe, dass ich sie dort nicht finde und deswegen bin ich halt nachher dort gelandet, wo ich jetzt bin und jetzt suche ich halt mehr im Inneren, aber ja, ich glaube, man muss einfach suchen und dann kommen eh Antworten. Ja. Ist jetzt ziemlich kryptisch vielleicht die Antwort, aber vom Technischen muss man alles einmal durchmachen, alles ausprobieren. Mhm. Finde ich auch, ja. Sehe ich auch so. Oder? Naja, vor allen Dingen ist es auch so, für mich war das so, das haben auch die Akademie nicht richtig gemacht, meiner Meinung nach. Also meine Akademie hat es zum Beispiel nicht richtig gemacht. In dem Sinne, dass die schon versucht haben, die Leute auch für den Kunstmarkt hin zu richten. Mhm. Also oder auszurichten auf den Kunstmarkt. Und das, was sie falsch gemacht haben in der Hinsicht ist, dass sie gesagt haben, ey, das ist ein Schutzraum. Und du solltest probieren und du musst mit fliehenden Fahnen untergehen, weil das ist jetzt noch der Schutzraum.
Später, wenn du rausgehst, ist es anders. Aber jetzt in der Ausbildung ist es wichtig. Probier was aus, scheiter, versuch das. Aber was dann tatsächlich dann die Realität war, war, dass dann viele der Studierenden dann schon sehr zielorientiert waren. Das heißt, die haben sich dann diese International Art, also diese großen Kunstmagazine genommen und geschaut, wie Kunst ausschaut. Und so, oh, sowas mache ich nach. Haben aber jetzt nicht diese Entwicklung gemacht. Also für mich ist zum Beispiel so, für alle Installationen oder Konzept, also für die Konzeptkunst, ne, ist es so, finde ich, wir sind als Maler, müssen wir uns dem Rembrandt stellen oder dem Caravaggio. Ich habe jetzt keine Ausrede, emotional und inhaltlich schlechter zu sein als ein Rembrandt. Also, ob ich so mal oder nicht, ich lebe in einer anderen Zeit. Aber grundsätzlich von der Tiefe der Empfindung, des Inhaltes, habe ich keine Ausrede. Die jetzt, Auseinandersetzung damit. Genau. Und das ist der andere Punkt ist aber, wenn... was ich da vermisst habe, ist, dass die alle irgendwie so, der Duchamp war so, okay, wir nehmen mal Ding, stellen es dann auf den Tisch und sagen, das ist Kunst. Das hat keiner weitergedacht. Das hat auch keiner durchgearbeitet, sondern die haben einfach nur das übernommen. Da hat es keinerlei Entwicklung gegeben. Da ist man meiner Meinung nach falsch abgebogen. Ja? Weil die Grundfrage, warum Marc Duchamp das gemacht hat, war ja eigentlich eh von Adorno. Und deswegen ist es wieder interessant, wenn man die Sachen schon liest, finde ich. Ja, okay. Weil die Frage war ja, kann man eigentlich Kunst definieren? Ja. Und man ist zum Ergebnis gekommen, nein, eigentlich kann man es nicht definieren, sondern nur das, die Surroundings machen es eigentlich zu etwas Wertvollem. Die Galerie erklärt etwas zur Kunst oder nicht. Ja. Und nachher sind halt die Ready-Made-Geschichten kommen. Mhm. Aber ich finde, nur weil man es nicht definieren kann, was Kunst ist, heißt das nicht, dass es keine gute und schlechte Kunst gibt, oder? Also das ist für mich zu einfach gedacht und deswegen bin ich da voll bei dir. Da ist man irgendwo falsch abgebogen und es hat keine Weiterentwicklung mehr gegeben. Mhm. Ja, stimmt. Tut mir leid, ich habe jetzt so parallel ein bisschen in den Chat reingelesen. Also das eine war ziemlich lustig, nämlich der Andreas von Klei sagt... Huch, da schalte ich gerade erst rein und denke, ganz neuer Look der Ralf. Und dann hier, Achtung, das ist jetzt auch gut, weil das Bild wird nämlich kommen, die Michaela B. schreibt, ich lese es mal da. Mike Büchel kenne ich ab heute sehr schön, danke. Einen ersten Einblick habe ich auf der Homepage von Mike habe ich gewonnen, da war aber dann dieses... Nämlich die Michaela B. schreibt dann, dabei fand ich die Gefahren, auf die Veganer stoßen können, einfach nur großartig, so lustig. Also wir werden das Bild auch zeigen. Also ich glaube, wir gehen jetzt auch mal zu der Bilderschau, oder? Weil wir werden dann später schon noch, also vielleicht ist es auch so, es ist natürlich so, wir können nochmal auf die Florence Academy kommen, wenn wir dann zu den Gipssachen kommen. Also insofern, ist es dann so. Dann Ralf Ricker, da ist es so, da wird darüber diskutiert, weil nämlich der Ralf hat gesagt, durchs Lernen verändert sich aber das Ziel. Je genauer man weiß, was man am Ende machen will, umso mehr kann man sich sparen. Ja, man muss aber auch die falschen Wege gehen. Also weißt du, was du willst? Nee, also ich bin ganz viele verschiedene Wege gegangen. Also das ist so. Also ich weiß genau, was ich nicht will. Aber genau definieren, wohin ich will, das kann ich nicht. Weil man es ja im Prozess dann eigentlich herausfindet, oder? Auch ist es ja so, dass du dann manchmal was machst und dann stellst fest, so richtig dein Ding das ist es nicht. Das war's nicht, ja. Ich hab zum Beispiel in den 2000er Jahren habe ich ganz viel Plein-Air-Malerei gemacht und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich einfach Menschen vermeiden wollte. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Modelle gehabt. Ich habe hauptsächlich live gemalt und dieses Warten auf Leute und dann warst du irgendwie immer begrenzt, dann sind die Leute dann irgendwann immer mitten im Bild nimmer wieder gekommen, weil es war irgendwie ein Schauspieler, der da Engagement gehabt oder sonst irgendwas. Und das hat mir echt weich gekocht. Und dann habe ich ganz viel Plein Air gemacht und im Nachhinein habe ich erst gesehen, warum ich das vermieden habe. Und jetzt so im Nachhinein, diese Plein Air Sachen, die waren für mich jetzt so inhaltlich gesehen, sind sie jetzt nicht so der Oberwahnsinn. Was sie mir gebracht haben, war, dass ich total viel über Farbe gelernt habe. Weil ich halt einfach vor Ort gemalt habe und die Lichtsituation außen ist eine andere als im Atelier. Die ist einfach so, wenn man jetzt Blätter malt, die vom Licht durchschienen sind, dann haben die eine ganz andere Farbigkeit, als du es jemals im Atelier aufbauen könntest oder so. Kann man schon mittlerweile jetzt, aber Ich finde halt, wenn man ein Ziel hat, dann nachher ist das Problem, dass man vielleicht zu zielstrebig genau auf das Ziel hingeht und vergisst, links und rechts zu schauen, was ist da eigentlich noch alles mitzunehmen. Ja, genau. Also, Ja,
Warte mal, der Apo schreibt, eine Woche mal was auszuprobieren oder länger ist ja was anderes als zum Beispiel jahrelang Anatomie an einer Akademie zu lernen. Ja, das ist ein Unterschied, aber manchmal ist es so, dass es tatsächlich Jahre sind und ich merke auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Normalkrise bin, dann ist das jetzt auch nicht eine Woche. Mhm. Also eine Normalkrise ist bei mir, kann manchmal echt richtig lang sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts mache, aber das heißt, ich finde es halt echt total scheiße, was ich mache. Also das ist so ein... Und gerade die Anatomie ist halt etwas, mit dem man das Leben lang kämpft als Maler, wenn man Menschen malt. Und deswegen finde ich es immer gut investiert, wenn man mal 2-3 Jahre Kurse besucht für Anatomie. Ja. Also wenn man Gegenstände nicht malen will. Aber das ist ja... Also wenn ich jetzt Frösche male, nachher brauche ich es nicht. Oder ja. Landschaften. Ja, ja. Dann ist es natürlich... Okay, also wir kommen jetzt schon, die Michaela, die hat natürlich ihre Hausaufgaben gemacht, die Michaela B., und da steht, mich interessiert, wie Mike auf seine Allegorien kommt. Braucht er wie lange, Tage, Wochen und spontan? Das heißt, diese Sache können wir nicht beantworten, bevor wir die Sachen sehen, oder? Würde ich gut, sagen. Nachher. Und da ist es jetzt. Schalten wir mal um, weil nachher. Wir sind jetzt hier. Zimmer. Und wir sind jetzt hier. Da sind wir ganz klein oben im Eck. Dann fällt es nicht so auf, wenn man so viel trinkt nebenbei beim Reden. Ja, du bist mit dem Moppel da, ne? Das, ja, dann, das, ja, dann, ja. Das sind nur zwei Räder, da kann man so. So, ich lasse es stehen und komm's morgen holen. Das stimmt, 15. Bezirk, sage ich nur. Also, gibt es einen Titel zu dem Bild? Die Vollleserin. Mhm. Hat es einen Bezug zu dem Buch? Nicht zu einem Buch, sondern es ist eine Hommage an die Literatur im Allgemeinen und es zeigt meine Frau, die was eine ausgezeichnete Schriftstellerin, neben Musikerin auch ist. Und deswegen wollte sie so darstellen, weil sie kann auch sehr gut Geschichten erzählen. Mhm. Und die Literatur ist etwas, was mich, glaube ich, überhaupt auf den künstlerischen Pfad gebracht hat und deswegen kann ich nicht genug Dank sagen und das ist eine Danksagung davon. Mhm. Wie groß ist das Bild? 1,70 mal 1,40 ohne Rahmen. Also gutes Format. Ist also, jetzt die letzte Arbeit von mir. Also wir fangen mit dem, das heißt, Neuesten, ja, an. Genau, wir arbeiten uns ein bisschen so unchronologisch dann durch die Arbeiten. Also das heißt, der Mike hat uns dann auch natürlich, nicht nur natürlich, der Mike hat uns da super duper Reproduktionen zur Verfügung gestellt. Also ihr seht schon, dass wir sogar beim Reinzoomen ziemlich gut was erkennen können. Also das heißt, ihr könnt also die Qualität erkennen der Malerei, wie er da so vorgeht. Das heißt, wenn wir jetzt jedes Bild so anschauen, dann geht der Stream bis heute Nacht um 2. Also irgendwann müssen wir mal Tempo anziehen. Du kannst ja auch einfach durchwischen. Also genau. Ja, das ist jetzt ein Selbstporträt. Das ist eigentlich also heißen tut's The Tea of Life, weil da war ich gerade sehr, sehr lebenshungrig und habe Abenteuer gebraucht. Ich war ja 20 Jahre oder ja fast 20 Jahre auf Reisen, war in viele Länder, viel erlebt, viel gesehen und dann in meinem Atelier permanent irgendwann einmal ist es mir zu eng und mir ist passiert zu wenig und das war wieder mal so ein Moment und dann haben wir gedacht, das muss ich mal festhalten und haben wir gedacht, okay, nachher versuche ich mal so die Essenz des Lebens in einer guten Tasse Tee aufzubrühen und der ist halt da im Teebeutel drin. Ja, und das ist die Hommage da dazu. Eine Ode ans Leben sozusagen in einem feinen Fußbad. Wobei es kann natürlich sein, dass sich derjenige dann auch die Füße verbrüht, ne? Also. Nein, es ist zu kalt außen. Ah, okay. Das ist es. Um sich aufzuwärmen und so. Ja, aber das ist auch, ist das jetzt so? Also so witzig, dass das jetzt eigentlich so eine Parallele mit dem Kerzenhalter an der Wand hier hat und so und hier jetzt auch wieder, ne? Also das ist so, dass es jetzt so ein Paarbild ist, ohne dass es irgendwie. Ja, ich wollte sie eigentlich eh zusammen verkaufen. Ich habe gesagt, die kann man nur zusammen kaufen, weil es ist eben meine Frau und ich. Und das, ja, du willst dich und deine Frau verkaufen? Wie bist du drauf? Deine Frau einfach so verkaufen und so, ne? Ja, mir wollte eh keiner kaufen. Aber das hier hast du verkauft? Das ist verkauft. Mhm. Und ist das Porträt hier auch so groß? Hast du die gleiche Größe? Ja, ist dieselbe Größe, genau. Mhm. Dass die auch zusammenpassen. Dass es wirklich tatsächlich ein Pendant ist. Naja, das wäre natürlich schön, wenn die zwei Bilder zusammengeblieben wären, ne? Ja, aber dann, man braucht halt echt eine große Wand dafür. Mhm. Michael B. sagt, Fußbäder gehören definitiv zur Essenz des Lebens, ne? jetzt ist eine Frage an dich. Ja? Malst du vorwiegend mit Borste oder Haarpinseln? Ich nehme alles.
Ich nehme Finger, ich nehme Tücher, ich nehme ganz billige Plastikpinsel. Also wie wir davor gesprochen haben, Rosemary-Pinsel habe ich keine mehr, weil mir das zu teuer wird im Verschleiß. Aber sonst Marder, kleine Marderpinsel und so, das habe ich schon auch. Und also ich nehme alles, was irgendwie zweckdienlich ist. Und da habe ich auch keine, genauso wie ich keine fixe Palette habe, habe ich mit den Pinseln immer Experimente. Ja, das ist eine Hommage an Honoré de Balzac. Ich bin ein großer Fan von ihm und das Bild ist irgendwann einmal fix fertig in der Mitte von Tante Lisbeth, habe ich da von ihm gelesen und hat mich begeistert. Und dann ist das Bild plötzlich in meinen Kopf aufgetaucht und ist nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich es machen müssen. Haben wir dann ein Modell besorgt, das ist eine Nachbarin, die Geigerin aus Litauen. Und habe dann im Theater nach passender Kleidung gesucht. Und ja, der Rest herum ist eigentlich alles so, das, also die Kaffeetassen waren natürlich nicht dort, aber die Kleidung und das Modell habe ich so parat gehabt. Wie groß ist das? Beim nächsten Bild sehe ich eh die Relation dazu. Das ist, glaube ich, 1,85 mal 160, sowas. Er hat 40 Kaffee am Tag getrunken, deswegen ist das Thema Kaffeepresse. 40 Kaffee? Sonst hat er nicht schreiben können. Echt? Ja. Warte, der Dings, der Giacometti hat 11 getrunken und 2 Backerl Zigaretten geraucht pro Tag. Nicht schlecht. Ja. Und du? Also, ich trinke 2 Kaffee pro Tag. Nein, vielleicht nicht ganz so viel, kann man sagen. der Ralf Ricker, ein gewisser Ralf Ricker, kennen wir den? Der fragt dann, es war die Frage, wie lange so ein Bild ungefähr braucht, inklusive Ideenfindung. Oh, habe ich das überlesen? Eine schwierige Frage, weil es ändert sich von Bild zu Bild. Manchmal ist die Idee von vorhinein da und ich brauche sie nur noch ausführen. Das ist nachher im Idealfall so, dass es einfach nur noch so rausflutscht. Aber es ist leider nicht immer so und oft kämpfe ich dann echt auch. Also das zum Beispiel, dieses Bild ist eines, mit dem habe ich monatelang gekämpft. Das wollte überhaupt nicht raus. Es war eine richtig schwere Geburt und was von Anfang an genial in meinem Kopf ausgeschaut hat, hat in Realität gar nicht funktioniert. Und das ist nachher natürlich bitter, wenn man das in dem Format macht, weil da geht nachher halt einmal gleich einmal so 5, 6 große Tubenfarben drauf, die was man dann wieder runterkratzt und in den Müll schmeißt. Aber es ist wahnsinnig theatralisch geworden. Aber ja, wir haben uns angefreundet, sagen wir so. Du hast schon ordentlich drüber gearbeitet und wieder weggekratzt. Und ja, also das hat einen langen Prozess hinter sich. Es hat nicht funktioniert. Der Hintergrund war gelb, der Boden war braun, die Hände waren schwarz. Es hat ein Fenster gegeben, einen Balkon und ja, es war ja, es hat nichts gesagt. Es war ja das. Also da ist jetzt die eine Frage: Ist es so, arbeitest du dann live oder nach Fotos? Früher habe ich nur von live und nur mit natürlichem Licht gearbeitet, ohne künstliche Lichtquellen. Das habe ich aber aufgehört. So puristisch bin ich nämlich nicht mehr. Also ich mache jetzt, ich kann ja auch den armen Febo, der wohnt, also arbeitet unter mir, den kann ich ja nicht hinstellen und sagen, jetzt bitte bleib mal so 3 Wochen stehen. Der hat andere Sachen zu tun, ja. Und vor allem die Lebendigkeit von den Posen, die bringst du halt nicht raus, wenn es jetzt eine fixe Pose ist vom Modell. Oh, jetzt geht es in die Interpretation. Die Michaela B. fragt sozusagen, was haben die gelben Gummihandschuhe zu bedeuten? Also, das sind, glaube ich, gar keine Gummihandschuhe, wenn du genau hinschaust. Nein, das sind Goldhändchen. Tropfende. Gummihandschuhe kommen noch. Stimmt, die Gummihandschuhe kommen. Ich glaube sogar relativ bald kommen, oder? Ich muss das einmal mit meinen Therapeuten besprechen, ja, klar. Was da ist. Es kommt öfter, ja. Also das finde ich jetzt, wie ist der Titel von dem?
Dieser Titel heißt Don't Tell Me, I Tell You. Hey, ich finde ja cool, dass es so eine Mischung ist von, wir haben jetzt irgendwie so ein nettes Blumenstillleben, dann haben wir diesen elisabethanischen Kragen, also so, wo du das Gefühl hast, dass du diese elisabethanische, also sie wirkt einfach total so wie eben so 16. Jahrhundert. Und dann aber dieses rotzige Gesicht und so dazu, das ist diese Brechung, die finde ich total super. Also ja, das hat auch ordentlich Wind gemacht, das Bild. Das hätte ich, glaube ich, 10-mal verkaufen können. Ja. Das ist aber auch relativ groß, ne? Also das ist, wie groß ist denn das Bild? Das ist 1,40 mal 1,40. Also das heißt, wir reden jetzt, dass dieser Kopf echt überdimensional groß ist. Der ist überdimensional groß. Also der Kopf selber hat sicher 80, 90 Zentimeter. Mhm. Ja. Wahnsinnig aufwendig, das ganze Zeug. Ich habe gedacht, nie wieder im Leben, nie wieder. Mhm. Und dann habe ich so viel Lob für das Bild bekommen, dass ich schon wieder mit den Gedanken spiele, ob ich es nicht einmal machen soll. Und da sind halt überall die ganz... Den mag ich, so die ganz Kleinigkeiten. Ja. Die Käferchen und so. Ja, ist echt super. Da ist auch noch einer. Ja, das sind, mehr, das sind hat, mehrere versteckt. Das hat, genau, sozusagen, das hat so eben, wie bei den alten Meistern, die Insekten hat, die Michael B. hat deine Arbeiten extrem gut angeschaut, wie mir scheint. Also, die Regina fragt, werden Skizzen gemacht? Werden viele Skizzen gemacht. Es gibt Kompositionsstudien, es gibt von Live-Modell oft die Skizzen, dass sie das Modell besser kennenlernen. Mhm. Dann gibt es eben ein Fotoshooting, dann gibt es Kompositionsstudien in alle Arten, dann gibt es Farbstudien und erst dann, wenn das einmal sitzt, nachher mache ich die Zeichnung in Kohle in groß. Mhm. Und wenn das dann wirkt, dann gehe ich erst dann mit Farben drüber. Mhm. Also ich habe bei dir auch gesehen, du hast jetzt zum Beispiel auch so eine kleine Farbskizze für ein großes Bild vorbereitet gehabt oder so im Atelier. Ne? Also das genau, heißt, ja. Dieses zum Beispiel ein großes Bild wird dann oft mit so einer relativ kleinen Farbskizze dann irgendwie erst mal so als Farbkonzept auch nochmal geklärt, mhm. oder? Mhm. Ja, also das ist auch so, das ist gut, dass du das sagst, weil im Endeffekt ist es so, das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Ich habe so ein Werksverzeichnis von John Singer Sargent und da ist es eben so, bei Werksverzeichnissen hat man echt das Glück, dass man eben alles drin hat. Und dann hast du dieses Meisterwerk und dann siehst du, wie viel der gearbeitet hat, um zu diesem Meisterwerk zu kommen. Das ist jetzt nicht so, dass es einfach, dass dann die Maler wie die Jungfrau zum Kind kommen, sondern das ist wirklich hart erarbeitet. Ne? Das ist ein langer Weg und dass das dann dahin kommt und so. Also wenn ich jetzt mal so nett bin, das auch vor... zu lesen, sozusagen, die Annette Bayer sagt, ich bin irre beeindruckt, großes Kompliment. Dann Norbert Klaus will seine Pinsel wegwerfen und vorhin hat er schon geschrieben und er vergisst zu atmen. die Michaela B. fragt, was hat die Dame im Mund? Ich würde sagen, das ist ein Lolli. Ein Lolli. Ja. Mit dem Chupa Chups. Ja, genau. Also das ist so, man sieht es, dieses so ein Plastikröhrchen, ne? Genau. Genau. Judith Wo sagt, großartig, Peter K. sagt, toll, Ralf Ricker, ein Lolli. Ach ja, danke, okay, gut, ist eigentlich schon geklärt. Boah, das ist schon gehobene Klasse, wie bei mir. Ja, Cerudin, danke schön. Ja, setzen wir uns mal zusammen. Ja, ich finde die Augen wahnsinnig. Super, cool. Da ist es so, das ist jetzt, ein Tondo ist ein Rundbild und das ist ein Ellipso. Ellipso, ja, da... Da bin ich schon fast schon am Ausschneiden von der, also das ist auf Dai-Bond, auf Aluverbundplatte. Mhm. Und allein schon das Aufzeichnen, wüsstest du, wie man jetzt so eine Ellipse aufzeichnet? Da müsste ich in einem Mathebuch nachschauen. Oder? Genau, das habe ich auch. Das war das so dermaßen kompliziert, dass ich mir dachte, ja genau. Da gibt es so ein Ding mit so zwei Nägeln. Genau, aber ja. Ich kann keinen Nagel in meine Dai-Bond-Platte reinschmeißen. Doch, kannst du. Dann du würdest wahrscheinlich machen. Das habe ich mir gespart. Aber Landes, es hat schon schwierig begonnen, dass ich das nach deiner Ellipse zeichnen sollte, doch können. Aber ja. Eine Goldschmiedin, die was unter mir arbeitet, ist das. Die habe ich ein bisschen dekoriert, wie man sieht. Mhm. Ja, also da muss ich dazu sagen, die Fotoqualität ist bei weitem nicht beim Original, mhm. weil es wahnsinnig schwierig ist zu fotografieren und das ist etwas, was nicht der Fotograf gemacht hat, sondern ich selber. Mhm. Und deswegen passen die Farben teilweise nicht, aber mhm. so eine Arbeit, mit der ich eigentlich recht zufrieden bin. Ja,
ein schönes Bild. Da wären wir jetzt bei den Gummihandschuhen, ne? Ja. Aber auch wieder gelb, ne? Also es ist natürlich die gleiche Farbe, ne? Also das ist interessant, ne? Gut, also so genau hinterfrage ich nicht, was ich mache. Ich mache und dann frage ich mich selber, warum mache ich das eigentlich permanent? Ja. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, nämlich nicht immer das Ganze jetzt irgendwie so als ständig Selbstanalyse zu machen, sondern es ist halt einfach echt so das Ding, dass man das macht und sich dann denkt, ah, irgendwie dieses Unbewusste ist ja eigentlich auch die Stärke, meiner Meinung nach. Weil dann ist es passiert und nicht, sobald es gebastelt ist und sobald man zu viel nachdenkt, wirkt es ja auch manchmal bemüht. Und wenn Sachen entstehen, ist natürlich immer irgendwie ein bisschen besser und so, ne? Ja, alleine wenn du denkst, 5% von unserem Gehirn nutzt man bewusst und 95% ist unbewusst. Also bei dem Verhältnis sieht man schon, dass man eigentlich dem Unterbewusstsein mehr vertrauen sollte, wie jetzt dem Intellekt. Wir haben ja eine Doris Corona in Dings, die müsstest du kennen, weil die sagt dann gewaltig, aus dem Nachbarsbuhr geworden ist. Ein toller Künstler. Hä? Kennst Hallo, du Doris? Grüße nach Zierl. Ja, sowieso. Nach Zierl. Na, das ist super. Also, das ist so, jetzt schreibt da mal rein, wo die weitesten her sind. Jetzt haben wir schon mal Zuschauer aber, aus Zierl. Ne? Na, Vorarlberg, wissen wir auch noch. Ne? Aber wir wollen nicht ins Detail gehen, bitte. Ah, okay, dann Nachbarsbuhr. Nachbarsgeschichten. Weil der Ralf hat jetzt geschrieben, ich habe mit Lob zurückgehalten, aber ich bin auch sehr begeistert. Erinnert mich an Vivian Westwood. Das jetzt mit den Lockenwicklern? Annette? Okay. Das ist eine Hommage an Schafe, eventuell Alpakas. Das hier? Okay. Okay. So sehen wir es. Die Michaela B. sagt es. Nein, betrifft die Dame im Oval, Wolle. Okay. Ah. Ralf Ricker, wohnst du in einem Hochhaus? Ja, unter dir wohnen eine Geigerin, der Herr Conchita. Es arbeitet eine Goldschmiedin unter dir und noch ein Goldschmied. Der mit den Goldhändchen ist auch Goldschmied. Der ist da auch in dem gleichen Ding. Der ist auch da drin. Ja, wir sind da nette Community. Mhm. Hochhaus nicht, dreistöckig. Ja. Diese alten Wiener Zinshäuser, weißt du, ne? Ja, da haben schon Leute Platz. Ja, genial, dieses Farbspiel, immer richtig Farbe gesetzt, aber es sieht echt nach sehr aufwendigen Bildern aus. Du brauchst mal echt viel Geduld und Liebe zum Malen. Naja, es ist, finde ich... Disziplin. Also ich kann nicht mit schnell gemalenen Bildern, kann ich oft nichts anfangen. Also für das bin ich vielleicht noch zu wenig gut. So wie wir vor kurzem einmal gesprochen haben bei Sargent, da schaut es aus, wie wenn das so schnell mal hingemalt worden ist, ist ja auch nicht, aber natürlich in einem anderen Tempo wie wir zwei wahrscheinlich malen. Aber ja, also es ist schon viel Disziplin bei mir. Ich muss mich schon zurückhalten, dass ich nicht sage, ja, passt schon, gehen wir zum nächsten über. Mhm. Und also das Ausarbeiten, das ist eine Herausforderung für mich oft. Weil du das Thema ansprichst, also ich muss jetzt kurz, ihr habt schon gesehen, ich bin natürlich jetzt bei dem Bild hier gelandet, also beim Bild aus dem akademischen Weg. Ja, ich weiß. Aha, okay. So, ich habe schon mal kurz gewischt gehabt und so, das heißt, man hat es schon mal gesehen. Ja, aber das ist so, das finde ich ein interessanter Punkt, die Sache mit der Disziplin. Das ist, du hast es jetzt angesprochen im Hinblick darauf, dass du zum Beispiel sagst, okay, das ein Bild braucht jetzt einfach auch eine gewisse Zeit an Bearbeitung und so. Aber das heißt, bedeutet Disziplin für dich auch, dass du dich disziplinierst, ins Atelier zu gehen und regelmäßige Stunden zu machen? Oder wie ist denn da dein Arbeitsablauf? Ich muss mir mein ganzes Leben disziplinieren. Also es ist alles kontrolliert irgendwie. Das ist etwas, was mein Charakter einfach so ist. Sonst würde ich, glaube ich, gar nichts machen. Ich war ja mal Einsiedler in Portugal. Und da könnte mein ganzes Leben lang dahin leben und wäre mir vollkommen egal. Und irgendwann hat mir das aber doch dann Angst gemacht. Und ich habe die Anastasia kennengelernt, meine Frau. Und dann bin ich halt aus meinem Idyll wieder raus in die reale Welt. Und da muss man halt was machen, da muss man was tun. Da stören mich Dinge und die Dinge, die mich stören, muss ich verarbeiten. Also muss ich malen. Und wenn ich malen nachher, muss ich Disziplin haben, weil ich will gut malen. Und deswegen stehe ich früh auf, arbeite 8 bis 10 Stunden am Tag normalerweise. Und tue mich überhaupt nicht schonen. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, man meint oft, wenn man Künstler ist, man schlaft bis 10, dann steht man auf, zündet sich eine Zigarette an, nimmt den Kaffee, geht ins Atelier,
macht ein paar Striche, danach geht man eh ins Gasthaus und trinkt dann Absinth und das war's so ungefähr. Hast du auch den Quell gleich unter dir und so, oder? Das ist so ein Kultlokal gleich, ne? Ja, und nachher hört man die Teller klappern unten und die Bier trinken. Jetzt gehen wir auf ein Schnitzel und auf ein Krieger. Also das ist schon gemein. Und nachher steht man vor der Leinwand. Und wenn es gut läuft, ne, ist eh kein Problem. Aber wenn es stört, dann denkt man sich halt schon manchmal. Ja. Na, jetzt lass es und geh ein Bier trinken. Aber es geht halt nicht. Ja, das geht nicht. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil wie schon der Karl Valentin immer so schön gesagt, ne, hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und ich glaube echt so, das ist auch dieses, ich weiß nicht, wem es immer zugeschrieben wird, also dieses mit so und so viel Inspiration und so viel Transpiration. Also, keine Ahnung, Kunst ist 20% Inspiration, 80% Transpiration. Also, aber letztendlich läuft es auf das raus. Also, das ist so, also dieses, egal wen du anschaust, also das habe ich festgestellt. Ja. Also, egal wen ich getroffen habe, von nichts kommt nichts. Also, und das ist ja so. Aber auch in der Geschichte. Wenn du alle erfolgreichen Maler anschaust, da war keiner dabei, der was gesagt hat, naja, heute mag ich nicht. Ja, genau. Genau. Und das ist einfach so, das ist dann auch so. Und das ist so, ein amerikanischer Fotograf hat das einmal gesagt, das finde ich eigentlich ganz interessant. Er hat gesagt, hard work outperforms talent every day. Und der Meinung bin ich auch, weil ich meine, ich mag das Wort Talent sowieso nicht, aber dieses Ding, dass du diese Begabung, die macht dir die Sache erst einmal leichter, aber auch der begabt ist, muss eigentlich arbeiten. Der muss auch dranbleiben. Dem fällt es halt vielleicht ein bisschen leichter zu, als der andere, der sich härter erkämpfen muss. Vom Prinzip läuft es aufs Gleiche raus. Machen, 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 machen. Ne? Also das ist so das Ding. Okay. Naja, und wenn man dann einen Chef hat, der was einem jeden Tag sagt, was man zu tun hat, dann ist es einfach, weil man gewöhnt sich an den Rhythmus und man macht einfach, ohne zu hinterfragen. Aber wenn man jeden Tag selber entscheiden kann, mag ich jetzt arbeiten, mag ich nicht arbeiten, ich muss eigentlich eh nicht, das Wetter ist schön. Und das muss man jeden Tag durchlaufen. Und deswegen habe ich für mich einfach beschlossen, okay, es gibt geregelte Arbeitszeiten und da gibt es keine Diskussion. Das ziehe ich dann auch durch, weil ich habe so viel Freiheit, dass mir ein bisschen Disziplin ganz gut tut, glaube ich. Okay. Ja, super. Das ist jetzt eine echt gute Frage, die wir nämlich vorhin besprochen haben, Frau Peter K. Für diese großformatigen Bilder braucht man da auch ein großes Atelier. Man bräuchte es. Weil ich war jetzt dann diese Woche, habe ich einen Mike besucht, nachdem wir auch wiederum vor echt ewig langer Zeit gesagt haben, ja, ich komme mal vorbei, haben wir es dann echt jetzt natürlich im Zuge dieses Abends hier dann endlich mal geschafft. Und ich war auch äußerst erstaunt, dass du diese Riesenwascheln in dem Zimmer malst. Also es ist im Endeffekt, wir reden jetzt, also für unsere bundesdeutschen Zuschauer möchte ich nur mal einwerfen. Die verstehen mich eh nicht. Okay, das geht schon. Also es ist also geht schon. Ja. Aber okay. Für die bundesdeutschen Zuschauer ist es tatsächlich so, ein Wiener Altbau ist schon prächtig. Also das ist einfach so, wir reden jetzt, also so eine Altbauwohnung mit hohen Decken und das sind dann oft so 25 Quadratmeter Räume. Also die sind an sich dimensioniert ganz gut, aber natürlich, wenn man solche Bilder malt, wird es dann auch gerne mal ein bisschen enger, oder? Also mein größtes Bild geht gerade einen Zentimeter, mit einem Zentimeter Luft durch die Tür. Okay, nicht schlecht. Also, ja, also wenn jemand ein gutes Atelier in Wien für mich weiß, dann gerne. Genau, und das andere ist, wenn das, ich habe es vergessen dir zu zeigen oder so, aber ich hätte einfach ein paar Fotos dann eben, die ich gemacht habe oder so, die könnte man dann zeigen, wie die Bilder dann bei euch an der Wand hängen oder so, wenn gut. Das okay ist für dich. Ja, sowieso. Wir können das heimlich mal kurz durchflippen sozusagen, dass ihr mir das okay gibt. Wir haben es vergessen, ihm vorher zu zeigen und so. Ja, das passt sicher. Okay. Die Michaela B. kommt aus Nürnberg und ist ganz viel mit dem Albrecht konfrontiert. Ich habe in Nürnberg studiert, also ich war mit Albrecht so oft ein Saufen. Er war ein bisschen langweilig, aber ansonsten guter Maler. Ne? Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir aber zu unserem Lieblingsthema. Ne? Sollen wir? Gut. Wir kommen zum Lieblingsthema. Nämlich, da werden wir jetzt, also dadurch, dass ich natürlich auch gesagt habe, wir sprechen über seine Ausbildung. Ich habe ja natürlich nicht gewusst oder so, dass ich da so Wunden auf Reise mit dieser Frage, sozusagen, dass dann das Florence Academy, wie soll ich sagen, die Traumatisierung. Nein, das ist na, so dramatisch ist nicht. Also ist ein bisschen übertrieben und so. Aber es ist halt, also es tötet etwas in einer Künstlerseele, wenn man so durcharbeitet. Also wenn ich sage, Disziplin und so ist in Ordnung, aber das ist viel zu viel Disziplin. Aber das wäre jetzt auch das Interessante dran. Jetzt zum Beispiel, ich zeige jetzt mal zwei Arbeiten, die sicherlich Studienarbeiten sind. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen,
beeindruckend, wenn man sieht, weil es halt einfach in der Akkuratesse einfach total beeindruckend ist. Genau. Wäre das jetzt die Frage, dass man das wirklich durchlaufen müsste? Findest du, das wäre also, zum Beispiel die Ralf-Ricker-Frage. Kann man sich das sparen? Also das macht schon Sinn. Es macht schon Sinn und deswegen bin ich nicht nur negativ eingestellt darauf, weil man ab einem gewissen Punkt sieht man seine eigenen Fehler nicht mehr. Mhm. Und wenn man nachher weiterarbeitet, also ich bin mir sicher, dass 90% von den Leuten keinen Unterschied sehen, dieses Bild nach 20 Stunden oder nach 200 Stunden. Mhm. Mhm. Das ist einfach, weil das Auge nicht geschult ist. Mhm. Aber wenn das einmal siehst, nachher, das bleibt halt das ganze Leben und für das bin ich schon dankbar. Ah, okay. Also das ist eine Art und ich mache auch gerne solche Arbeiten, weil sie oft so sehr meditativ sind. Also da setze ich mir Kopfhörer auf und nachher sind halt hunderte von Arbeitsstunden an einer so einer kleinen Zeichnung das wie ist der. Kohle oder? Das ist Kohle auf Baumwolle. Auf Baumwolle? Ja, schwer zu radieren. Wie auf Baumwolle? Das sind so ganz baumwollartige Fasern als Papier gepresst. Mhm. Ah, okay. Also wie heißen sie? Roma, glaube ich. Roma-Papier. Mhm. Ah, okay. Ja, schon beeindruckend, ne? Mit dem Reflex unter den Brüsten. Ja, und eben, es macht schon Sinn, wenn man solche Sachen einmal macht und auch das zum Beispiel das Fade-out nach hinten, was ja der Da Vinci eigentlich berühmt gemacht hat, oder? Mhm. Wenn man solche Sachen einmal ausprobiert und schaut, wie solche Sachen wirken, das hat schon was. Auch wenn man es vielleicht in die eigenen Arbeiten gar nicht hernimmt. Aber man kann so weit gehen, weil man die technische Fähigkeit hat. Wenn man die nicht hat, nachher. Also ich wollte halt nie an technische Probleme anstehen. Mhm. Okay. Ich wollte immer meinen Kopf frei haben für meine Ideen und nicht, wie mache ich das jetzt? Mhm. Warum bringe ich das nicht hin und wieder radieren und noch einmal probieren, sondern. Mhm. Ja, so wie Tonleitern spielen für einen Musiker. Mhm, ja, also da kommt auch im Chat, das ist, die haben natürlich erkannt, dass das Bark ist. Ne? Das ist irgendwie, das sind diese Zeichenvorlagen zum Bark, Teil. Bark, genau. Na, das ist Bark. Genau. Das ist einfach so, und das sind halt wie so Musterbücher und Generationen von Malern und Malerinnen haben das einfach abgezeichnet, um dann irgendwie diesen Weg zu lernen und so. Und ich meine, zwei, drei von denen geht ja, aber du machst halt dann 15 solche Dinge. Und nachher hast du sie mit Kohle und Bleistift hast sie durch und nachher fangst du an mit Farbe, mit demselben Sachen wieder ganz von vorn. Und ja, ich meine, wie gesagt, manche mögen das, ich tue mich schwer. Mhm, okay. War da nicht dein Weg? Also es ist einfach so, also die Annette hat gesagt, dass sie dich gut versteht. Und das andere ist, dass die Michaela B. sagt, dass man ein Gefühl für Proportionen kommt. Das stimmt natürlich, weil man halt einfach zeichnen ist messen. Das ist einfach auch so die Sache. Und der Woodsbild sagt es auch, also dass das Auge schult, ist auch klar. Und dass der Kakpisso das auch gemacht hat, also ist auch klar, der hat nämlich eben zu einer Zeit studiert, wo das einfach auch Standard war in den Akademien. Gut, das, und er hat das mit 6, glaube ich, schon gemacht von seinem Vater. Ja, genau. Ne? Das ist auch sowas, aber das ist schon eher freier interpretiert. Da bin ich dann schon schlampiger geworden. Dann habe ich schon. Also die ersten Bilder sind alle in die Vorzeigeausstellungen von der Akademie gelandet und nachher umso länger ich dort war, umso weniger, weil ich mich immer weniger bemüht habe. Okay. Ja. Ja, und das sind jetzt so ganz schnelle Sachen eigentlich. Also das ist an einem Live-Drawing entstanden. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was davor ist. Das war bei so einer Live-Drawing-Session in einem der so Monami oder bei Mike oder genau, oder genau. Beim, aber das Quentin. Quentin, genau. Aber das schaut jetzt eher so aus, wie wenn ich es danach schon noch bearbeitet hätte. Mhm. Also da steckt jetzt mehr Arbeit drin wie 20 Minuten. Mhm, okay. Aber ja, also die Grundidee war von Live-Drawing in 10, 15, 20 Minuten Positionen, was die Mädels oder Jungs dann einnehmen. Mhm. Genau, das ist auch sowas. Das Gesicht. Also das machen wir. So. Erkennt man sie wohl? Ah? Erkennt man sie wohl? Nein, ich bin mit dem Gesicht nicht zufrieden. Okay, also das ist der Künstler. Nein, man darf diesen Teil darf man anschauen. Also Bauch finde ich ist schon ganz gut geworden. Und was ich mag, ist die Bewegung drin und die Perspektive von unten drauf. Ja. Das mag ich, aber man kann es schon herzeigen. Man muss ja auch die Fehler herzeigen. Ja, genau. Das Gesicht ist nicht so, ja, nicht so optimal geworden. Okay. Oh ja, das war meine erste Hommage an Tschechow. Mhm.
Da ist leider die Bildqualität recht schlecht, aber ich mag die sehr und deswegen habe ich sie trotzdem mitgenommen. Mhm. Die sind glaube ich beim Kohle-Workshop entstanden. Das sind da so schnellere Geschichten eigentlich. Wo du einen Workshop gegeben hast? Oder? Ja. Und das heißt, so als Demo-Zeichnung hast du das dann genau, gemacht, ja, oder? Vorbereitung. Mhm. Genau. Mhm. Da gibt es mehrere von denen. Mhm. Sind auch so schnelle Sachen. Also da geht es mir nicht um Genauigkeit, sondern da geht es mehr um Ausdruck. Mhm. Und oft ist es halt so, weiß nicht, ob dir das auch so geht, umso länger dran arbeitest, umso steifer wird es und dann verliert es auch irgendwie an Energie. Und deswegen mag ich es. Das ist ein Zustand vom Bild, was ich sehr mag eigentlich. Mhm. Und deswegen bin ich auch weggekommen von dem ganz genau ausarbeiten. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch sowas. Mhm. Erinnert mich jetzt irgendwie immer an eine Ananas, was sie da... Da unten, ne? Aber, das stimmt, das ist ein bisschen abgefahrener Kragen, oder? Ja, in dem Moment, wo ich gemacht habe, ist mir das nicht aufgefallen. Jetzt... Ja, jetzt fällt es auf, dass es auch schon wie ein Ananas. Oder so ein Agavenstamm oder sowas. Ja, aber der Ausdruck ist aber echt gut. Und ich finde, die Haare sind super. Also wie die dann so eine Räumlichkeit machen, das finde ich echt gut. Also Kohle ist sowieso so ein archaisches Material, das ist, ich mag das. Ja. So, ein Kontrast zur Ölmalerei. Ja, das ist auch sowas. Das ist auf getönten Karton mit Weißhörung da. Kann so mit der Paper. Ja. Und das ist dann, da hast du ein paar Weißhörungen dran rein. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist total. Also ich finde, der Kopf steht total gut im Format. Also das ist so und da so von den abstrakten Formen und hell dunkel werden, finde ich super. Also. Mhm. Oh. Das ist das erste Großformat, was ich gemacht habe. Mhm. Die sind damals noch ganz günstig hergegangen. Das ist. 2018, ne? Ja, das war so das erste Mal, wo ich das mitbekommen habe, dass Frauen wieder so mehr als Opfer dargestellt werden. Mhm. Und irgendwie hat mir die Vorstellung nie gefallen, weil ich habe immer die Frauen toll gefunden, die was so Charakter haben, die was wissen, wo sie im Leben hinwollen und nicht. Und dann hat man halt wieder begonnen, die Feministinnen, dass man die Frauen so als Opfer darstellt und dann haben wir gedacht, also so schaut für mich eine Feministin aus. Wobei, muss dazu sagen, du hast im Hintergrund du hast ein interessantes Bild im Hintergrund. Ne? Das wäre jetzt die Frage sozusagen an die Schwarmintelligenz. Wer kennt es? Ne? Ich glaube, ich weiß es selber nicht mehr. Echt? Aber ich will noch ein bisschen abwarten. Ne? Ja. Also das ist natürlich jetzt so, das ist ja, die Reproduktion ist natürlich da, die hat da ihre Grenzen, also das heißt, wir sehen die Details nicht, aber was ich cool finde, ist natürlich dieses Unterlicht, also ich will jetzt nicht so groß auf die Brüste zoomen, aber ich finde dieses Unterlicht gut, das dann kommt. Also weiß es jemand? Was heißt Michaela B. natürlich? Wisst ihr, von wem das Bild ist? Ohne zu googeln. Also ja, wobei, da müssen wir wissen, was das für ein... Ja, weil das Suchet ist bekannt, glaube ich. Judith und Holofernes. Genau, Judith und Holofernes. Nicht Salome und Holofernes. Das ist Judith. Keine Gentileschi, nein. Echt nicht? Nein. Ich hätte auch gedacht, dass es eine Gentileschi ist. Nein, das ist keine Gentileschi. Ah, okay. Also würde ich jetzt einmal behaupten, es ist schon lange her, wo ich das gemacht habe. Nein, eben die... Der Artemisia ist es nicht. Nein, eben nicht. Nee, Caravaggio ist auch nicht. Da hat zwei Versionen dazu. Okay, dann sind wir blank. Aber okay. Werden wir noch recherchieren. Okay. Das ist auch wieder ein aktuelles, ne? Das ist 23. Das ist gerade fertig geworden. Mhm. Aber auch da ist die Fotoqualität leider nicht schlecht. Das ist irgendwie... Aber ein ähnliches Thema, weil da habe ich... eine Geschichte gelesen von Frauen im 19. Jahrhundert, die was aus Mangel an Männern, die was auf die Leuchttürme arbeiten, haben sich bereit erklärt, dass sie dort Dienst tun. Mhm. Und da habe ich die Geschichte von einer jungen Frau gelesen, die war 27 in dem Moment. Und die hat damals schon 54 Männer, die was auf die Felsen gefahren sind, bei Nacht und wildem Wetter ist sie in einem Holzboot rausgerudert und hat die gerettet.
Und die wären alle tot gewesen ohne sie. Und da hat es hunderte solche Frauen gegeben, die was solche Dienste gemacht haben. Und nie hatte irgendjemand erwähnt. Und dann haben wir gedacht, jetzt gebe ich ihr eine Bühne. Ich meine, vielleicht sind sie jetzt schon bekannt, aber damals hatte keiner gekannt. Mhm. Ja. Mhm. Also für das schaut sie sehr entspannt, sehr verträumt, aber... Und natürlich ja, auch sehr zeitgenössisch durch die Blauzahn-Kopfhörer. Ne? Solche hat es damals wahrscheinlich noch nicht gegeben. Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ja. Die rosa Socken wahrscheinlich auch nicht. Das, von 22? Ja, das war in einem Workshop oder so ein Zusammentreffen. Ja. Mhm. Das sind die nächsten zwei Bilder, die sind im selben Stil entstanden. Das ist alles so schnellere à la Prima-Malerei. Mhm. Und wenn ich nochmal zurück tun darf, also da ist der Hauptfokus eigentlich schon am Gesicht, am Ausdruck, an der Plastizität und der Rest, wenn nach unten... Die Tarnseiten, wie du die gemacht hast, nur so reingekratzt. Cool, das liegt hier auf der Hand. Und der Rest ist einfach nur noch so reingekratzt schon, also so wie da siehst du am Ärmel zum Beispiel, ja. Ja, das sind halt, ja, eigentlich sind es Übungen für mich, aber oft mag ich die Arbeiten nachher selber, wenn sie, und sie stehen als Kunstwerke dann auch für sich. Da, ja, er schaut ein bisschen aus, wie wenn er eine Perücke auf hätte, aber sonst ein Italiener, Andrea. Ja, Andrea, der schaut aber aus, als ob er im Wind steht, ne, Andrea. Er steht im Wind. Ja. Cool mit den zwei Lichtern, also mit dem Hauptlicht und dann... Ja, genau, das war die Idee von dem Ganzen, genau. Mhm. Naja. Mhm. Mhm. Könnte von Ripin sein. Mhm, das stimmt, ja. Also das schaut echt... Danke für das schöne Kompliment, ja. Ja. Großer Fan von Ripin. Ja, Alice, wir sind, also der Mike hat gemeint, dass es nicht die Artemisia ist. Also ich hätte schon gedacht, also, aber das soll man jetzt mal nicht googeln und so, also das ist so... Ja. Und das war auch bei dem Das war auch dort, ja. Mhm. Also eben also die Idee von einem Hauptlicht und dann so ein Reflexlicht, genau, das ein aktiv gesetzt ist und so. Ne? Ein gelbes Licht, ein blaues Licht und mit die Kontraste haben wir ein bisschen gespielt, ja. Mhm. Ja, super. Ja. Ich finde also diese Frische und so ist echt schön. Ja, also es hat sehr viel Spontanität und das versuche ich ja in meine großen Bilder immer mehr einzubauen, aber das ist gar nicht so einfach in dem Format und ja, aber kommt noch, gibt ja noch hoffentlich genug Zeit. Mhm. Ja, das ist mein größtes Werk und ist eines der düsteren. Das ist eine Hommage an Lars von Trier, der Regisseur. Ich bin ein großer Fan von ihm, aber er ist halt, also kennst du seine Filme? Mhm, zum Teil, ja. Sind sehr schwer, sehr düster und ich habe mich immer gefragt, wie es in seiner Innenwelt ausschaut und ich glaube, also in meiner Vorstellung schaut es so aus. Mhm. So ein dickes, schweres, schwarzes Loch in der Mitte, was alles aufsaugt und im ganzen Raum, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da sind... Ich glaube, da sieht man es genau. Es sind Fischerhaken, sind überall verteilt. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte unten. Ah ja, da ist auch einer. Da ist einer. Da hinten ist Ja, da hängen viele, ja. Da hinten ist der Fisch. Da ist einer. Ja. Ja, er hat ja ein wahnsinnig dramatisches Leben eigentlich auch. Und das muss ein bisschen düster werden dann. Mhm. Oh, das ist wieder ganz was anderes. Das fliegt jetzt auf den Mond. Das kommt mit einem NASA-Mars-Roboter, wird das in eine Zeitkapsel auf dem Mond platziert. Ehrlich? Ist noch inoffiziell, ja. Und warum das? Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Wie bist du dazu gekommen? Mir hat jemand aus Hollywood angeschrieben, der was das organisiert für die und hat gesagt, er hätte das gerne dabei, vielleicht weil sie schwebt und ich weiß es nicht, aber also freut mich natürlich sehr, das ist eine tolle Sache. Mhm. Und ist auch wieder meine Frau. Mhm. Und der Hirsch schaut beim Fenster rein, im 15. Bezirk. Wahnsinn, also geht es ganz schön ab bei euch im Fenster. Ja, du, da geht's, was da alles passiert.
Ja, das ist die Größe dazu, ja? Ja. Mit Modell, ohne Autorisierung ihrerseits, aber sei mir verziehen. Sie schaut ja nicht zu, oder? Nein, eh nicht. Ja, nicht. Das ist gut. Der Ralf hat gefragt, also, ob du vielleicht ein bisschen was über deine Vorgehensweise beim Malen erzählen kannst. Also das ist so, jetzt in dem Sinne, weil wir haben vorhin drüber geredet, also ist es so, dass du tatsächlich so eine klassische Untermalung machst, dass du eine Kohlevorzeichnung machst und also wie ist so ein Bild aufgebaut? Ich war immer sparsamer. Früher habe ich das ganz präzise alles gemacht, so wie man es lernt, also mit Kohlevorzeichnung und dann ein Grisaille und dann... ja, und nachher so ganz genau so, wie man das klassisch gemacht hat. Also auch mit den ganzen Vorstudien und allem drum und dran. Mhm. Das, immer mehr lasse ich das weg. Manchmal gehe ich sogar direkt mit dem Pinsel auf die Leinwand ohne Vorzeichnung und alles. Es dauert dann halt oft länger, weil wenn man nachher in der Größe was malt und dann kommt man drauf, scheiße, der Fuß ist zu lang oder keine Ahnung, das passt jetzt ja, überhaupt nicht, dann ist es natürlich in der Größe mühsam, aber langsam fühle ich mich sicher genug, dass ich mich auf so ein Terrain einlassen kann und es wirkt halt auch anders nachher. Ja. Es wirkt spontan und die Spontanität eben suche. Ja. Aber ja, sonst, ich versuche so viel wie möglich à la prima zu machen. Das heißt, die ersten Tage, da bin ich nachher 14, 15 Stunden ja, jeden Tag im Atelier am Arbeiten und ja, danach wird es entspannter. Das Gesicht ist nachher immer noch, das ist immer das Letzte nachher, was ich mache. Also ich beginne mit dem mit den Farben rundherum, dass ich da mal ungefähr weiß, wie die Verhältnisse sind und also die Dead Layer, wie heißt das auf Deutsch? Die Untermalung in Totfarben. Ja, Untermalung in Totfarben. Und da schaut es natürlich alles furchtbar aus, aber man hat schon ein Gefühl für die Farben und weiß, wo man sich befindet. Und dann kommt es eigentlich das Gesamte vom Groben ins Feine rein. Also ich bin niemand, der was jetzt ein Auge ausarbeitet, dann weitergeht zur Nase, die Nase ausarbeitet und dann wieder springt, sondern bei mir ist das alles vom Groben eben ganz ins Detail rein dann. Ja. Das finde ich so ein schönes Bild. Was ist denn der Titel von dem Bild? Das ist Just a Perfect Day. Lou Reed. Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Lou Reed? Ja, Lou Reed kenne ich, aber... Ein Song nicht? Nee. Nein? Mhm. Okay, also die Geschichte ist so, dass ich auch da taucht die Judith und Holofernes wieder auf. Ich wollte die Geschichte noch einmal machen, also neu interpretieren, wollte aber nicht die Modes Szene machen, sondern ich habe mich gefragt, wie schaut es am nächsten Morgen aus? Mhm. Da habe ich mir sie vorgestellt, wie sie in Triest, ich weiß nicht, wie ich auf Triest komme, aber das habe ich im Kopf gehabt, am Hafen an der Wand lahnt und deswegen hat sie einen recht müden Ausdruck, wie man da sieht. Und schaut zufrieden aus, aber müde und hat halt den schweren Mantel vom Holofernes umhängen und man sieht noch ein paar Spuren auf der Schaufel zum Beispiel oder die Socken sind blutig und blutige Fußspuren. Fußspuren, ja. Und die Idee war ein bisschen eben, deswegen heißt es Just a Perfect Day, weil Lou Reed war eigentlich der Erste, was das in der Musik gemacht hat, dass er eigentlich ganz liebliche Musik über ganz schwere Themen drüber getan hat. Mhm. Und das wollte ich probieren mal in der Richtung. Ja, cool. Eine Hommage an Alexander von Humboldt ist das gewesen, ja. Das hat sich, da habe ich ganz eine andere Idee dazu gehabt, eigentlich zu dem Bild und den jungen Mann habe ich in der Maria-Hilfer-Straße gesehen und er hat so richtig eine unschuldige Ausstrahlung gehabt und ganz ein elegantes, ein nobles Gesicht und ja, so. Er ist mir vorgekommen wie aus einem Roman aus dem 18. Jahrhundert ein bisschen. Ja. Und dann wollte ich etwas ganz anderes eigentlich mit ihm machen, habe ihn lange überreden müssen, dass er kommen ist. Er hat immer gemeint, er muss jetzt was zahlen, wenn er kommt und da Modell steht. Das war sehr nett. Und es hat lange gedauert, bis ich ihn dann überredet gehabt habe. Und nachher kommt er mit einer Energie und einer Selbstsicherheit, so quasi so, was passiert da jetzt? Was willst du von mir?
Und ich war total perplex, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Energie umgehen soll. Und das hat das ganze Bild dann komplett verändert, weil es hat überhaupt nicht mehr zu meinem Konzept gepasst und gar nichts. Und dann, ja, dann, das ist etwas, was ich toll finde, wie das Modell alles verändern kann. Mhm. Das ist ein spannendes Thema auch, weil es ist nicht immer selber, was das Bild macht und man sagt, ja, okay, also ich bin der Künstler genauso, wie man das vorstellt, wird das. Sondern es wird für alle möglichen Aspekte beeinflusst. Ja. Und das war so eines, ja. Aber, ja. Hängt jetzt in Salzburg. Das sind jetzt... Oh, das sind die Kupferplatten. Mhm. Das sind Mini-Formate. Das sind 25 mal 20 cm auf Kupfer, Öl auf Kupfer. Mhm. Das sind düstere Geschichten. Aber ich glaube, ich habe eh nur zwei von denen mit. Nee. Das ist auch ja, Kupfer, aber, ne? Ja, aber nicht mehr düster. Ach so, ja. Okay. Ja. Ja. Da sind wir das schon wieder so. In meiner lieblichen Phase gelandet. Ja. Und also für warum Kupfer? Was ist der Grund, warum du Kupfer verwendest? Weil die Ölfarbe auf dem Kupfer richtig draufsteht und die Kupferfarbe leuchtet auch noch durch. Also das schaut in 500 Jahren noch genauso aus. Es steht drauf und hat eine Leuchtkraft, was es einfach nicht mehr verliert, weil es die Leinwand nicht mehr aufsaugt oder die Holzplatte, auf der man arbeitet oder was halt gerade das Medium ist, sondern da, die liegt drauf und die kann man sogar in Wind und Wetter rausstellen. Das sollte eigentlich unverändert bleiben mit einem guten Firnis. Es ist für mich eine große Herausforderung, in dem Format zu arbeiten, weil das sind halt echt so die Miniatur-Feinhaarpinsel. Und das bin gar nicht ich. Also wenn ich nicht mindestens 5 Kilometer bei einem Bild machen kann, vor- und zurückgehen, nachher bin ich unruhig. Was so klein davor sitzt oder so an der Staffelei oder so? Ja, ne? Genau. Das mag ich nicht wirklich, aber ich mag das Ergebnis und deswegen tue ich mir die Arbeit immer wieder an. Und das ist halt natürlich dann auch erschwinglicher wie jetzt die großen Geschichten. Ich weiß nicht, warum immer alles in dem Großformat sein muss, aber es ist natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an einem Bild arbeitest, in einem kleinen Format, sagt man gleich einmal, ah, das wird nichts, tue ich weg. Oder man verliert die Aufmerksamkeit oder denkt sich, eigentlich will ich was anderes machen. Und wenn ich so ein großes Format habe, dann geht das nicht. Dann musst du dabei bleiben, ob du willst oder nicht. Also es hat sicherlich ein großes Format, ist einfach ein anderes Commitment. Als jetzt ein kleineres. Und ich denke im Endeffekt, mir geht es aber trotzdem so, jetzt beim kleinen Format, das kannst du jetzt einfach mal hindonnern und dann kannst natürlich dann einfach sagen, naja, ist nichts geworden. Jetzt beim Großen ist es natürlich schon so, dass du das dann vielleicht auch weniger schnell aufgibst, wo du sagst, okay, dann wird sie durchbeißen oder so. Was mir manchmal passiert und was ich schwierig finde, ist, wenn die Idee nicht gut genug ist für das große Format, dass ich über einen längeren Zeitraum dranbleibe. Also das ist so das Ding. Also ich habe da manchmal Bilder, die habe ich dann irgendwie aufgehört. Und wenn ich die dann rausziehe, denke ich, mal ist sie fertig, dann merke ich, ich habe den Faden verloren. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich es gestartet habe und so. Ne? Und, das passiert mir auch öfter. Dann landet es halt irgendwo in einer Ecke und da bleibt es auch. Da ist noch eine Frage vom Apo. Hat man das auch bei D-Bond? Ich denke schon, also weil sobald es Metall ist. Was hat man bei T-Bond? Diese Leuchtkraft der Farben. Ja, das bleibt. Natürlich, Kupfer scheint, also wenn man es... Der Mike tut es ja nicht grundieren. Normalerweise in der klassischen Malerei war es auch so, dass die... Ich habe da beim Bild mal gelesen, da haben die gesagt, Kupferplatten werden mit Bleiweiß gestupft und werden so grundiert. Also die haben damals die Dinger so grundiert. Du hast jetzt die Methode mit dem Knoblauch. Ja, aber das ist aus einem Rezept aus dem 16. Jahrhundert. Genau, das ist auch traditionell. Ja, ist ein traditionelles Rezept eigentlich. Es hat den Vorteil, dass die Farbe halt vom Kupfer nur durchleuchtet. Und das heißt, du nimmst eine aufgeschnittene Knoblauchzehe und reibst die Platte ab und lässt dann dieses Klebende dann von... Genau, das macht eine Reaktion. Öl haltet dann eben hunderte Jahre auf der Kupferplatte. Wichtig ist nur, wenn man das macht, für die Maler unter euch, dass man davor wirklich sehr gut putzt mit Alkohol.
Das ist wirklich das fettfrei ist. Okay. Genau. Mhm. Nachher mit Handschuhe, ja. Knoblauch einreiben, halbe Stunde trocknen lassen und nachher kann es schon losgehen. Und warum machst du da so einen Rand drumherum? Das ist mir gerade so eingefallen. Das ist eine konzeptuelle Geschichte. Also das sind alles Experimente. Eben bei den Formaten, da denke ich nicht drüber nach, da experimentiere ich einfach. Und das hat mir einmal gefallen und dann habe ich es noch einmal gemacht und noch einmal. Und also das ist jetzt auch ganz neu, dass ich den mache. Und ich habe auch viele, da habe ich jetzt leider keine da, wo ich das Kupfer dahinter stehen lasse. Das ist auch so eine. Das ist auch so eine, ja. Und da ist jetzt relativ, da ist jetzt relativ Pastose im Hintergrund gearbeitet, ne? Ja, Pastose in der Größe, das ist nicht viel. Ja, ja, das stimmt. Da wären wir jetzt dann bei einem anderen Thema. Das hängen wir das gleich an, oder? Oder machen wir kurz eine Pause sozusagen, vom Bilder schauen. Also das Handwerkliche, also wie wir jetzt ja irgendwie so mitgekriegt haben, das Handwerkliche ist schon irgendwie was, wo du darauf achtest und was auch für dich wichtig ist. Also dass zum Beispiel deine Malerei handwerklich gut fundiert ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte schon ins Abstraktere gehen. Das ist es, weil wir zuerst gesagt haben, es gibt keine Ziele, aber das wäre jetzt ein Ziel, wo ich schon sagen würde, da möchte ich gerne hin. Aber das ist halt ein Prozess, der was dauert und man braucht halt viele Jahre, bis man es lernt und dann will man es nicht mehr so loslassen, zum Beispiel, zumindest geht es mir so. Und der Auflösungsprozess ist schwierig oft und es kostet mir Kraft. Aber das ist etwas, was ich definitiv machen will. Aber auch da, das Abstrakte muss ja von etwas kommen, oder? Also du musst das Ganze verstehen, bevor man überhaupt ins Abstrakte reingehen kann, finde ich. Definier mal, was meinst du mit Abstrakt? Also das heißt, wirst du dann total... Eine Reduktion von dem, was man eine sieht. Eine Abstraktion von der Figürlichkeit, von der Gegenständigkeit, von der malerischen Auffassung, von dem, wie die Gegenstände dargestellt werden. Genau, also... Was ich halt bei vielen Maler sehe, die was sagen, naja, also sie wollen nicht malen wie Velázquez, sondern sie wollen gleich zu Picasso rübergehen, finde ich einfach, das ist, man hat das Auge nicht geschult und man hat das Farbverständnis noch nicht so und deswegen ist es schon gut, die klassische Schule durchlaufen und man sieht es ja genauso wie bei Ballettdänzer, die was klassisches Ballett gelernt haben und auch ein modernes gehen. Also das ist eine ganz andere Qualität. Und wenn man das Auge geschult hat und man sieht halt nachher andere Werke, dann sieht man genau, hat jetzt jemand den Prozess durchlaufen oder nicht. Ja. Und ich finde, es ist toll, dass wir in so einer Zeit leben, wo alles möglich ist, wo jeder machen kann, was er will. Aber ich habe für mich entschlossen, dass ich den klassischen Weg machen will, so bis nach oben und dann abbauen, was man abbauen kann. Wir kommen jetzt dann zu Zeichnungen und das war so, ich habe die auch gesehen in auf der Art Austria, wo du dann einen Stand hattest und so und die hast du auch noch dazu gehängt gehabt und so. Das war dann irgendwie so eine ganze, muss ich mir vorstellen, da war eine ganze Wand und da war dann eine Zeichnung neben der anderen und so. Die hast du auch, glaube ich, ganz gut verkauft, oder? Die verkaufen sich wie die warmen Semmel, ja. Das ist jetzt keine große Geschichte. Das sind einfach Sachen, die was so am Kaffeetisch entstehen eigentlich. Ja. Also nebenbei die Kritzeleien, das sind halt, sie sind sehr sarkastisch oft, aber überhaupt nicht geplant. Also der Titel kommt immer erst danach. Ich weiß, wenn ich anfange zum Zeichnen und das ist mit Feder und Tinte, also ich kann es auch nicht radieren und ich schaue einfach, was rauskommt. Du machst auch keine Vorzeichnung? Nein. Also ich glaube, bei DDS hat er Vorzeichnung mit Bleistift gehabt, aber normalerweise nicht. Damit wir es nicht vergessen, haben die modellstehenden Personen exakt so aussehende Kostüme an oder passt Mike sie seinem Konzept der Vorzeichnung an? Wie weit ist das Bild vorinszeniert? Also ich habe schon, ich arbeite mit dem... Theaterausstatter zusammen, dort kann ich meine Kleider, meine
Requisiten, die was ich brauche, holen, weil wenn es jetzt detailgenau sein soll, nachher brauche ich eine Vorlage. Das geht nicht aus der Fantasie. Mhm. Aber dann tue ich sie oft verändern, wie ich das haben will. Also anderer Faltenwurf oder ich mache eine andere Farbe oder wie auch immer. Mhm. Also da brauche ich mir jetzt nicht ganz genau an das halten, was da ist, aber sie dienen mal als guter Ausgangspunkt. Und der Rest herum, das ist immer Fantasie nachher. Okay, super. Dann gehen wir wieder zurück zu der Zeichnung. Ja, ich gehe jetzt einfach mal durch, weil das sind auch noch eine ganze Menge an Zeichnungen und so. Und die Nabelschau der Schöpfung. Der Ausstieg. Aufstieg der Menschheit. Alles etwas auf wackeligen Beinen. Sehr fragil, Beinen. Würde ich sagen. Ja. Ja. Und da ist mir jetzt auch die technische Geschichte ganz egal. Also sie hat jetzt, glaube ich, 6-10, aber das stört mich überhaupt nicht, weil es halt einfach so schnell gezeichnet ist. Die Armposition passt ja auch nicht. Sagte der Maler der Anatomie, muss man studieren, damit man dann 6-10 hinmalen kann und so. Ja, die Rache der Leder. Ja, die Rache der Leder. Die Leder, das Luder. Das Leben ist ein Spiel. Na, er feiert es einmal noch. Ja. Die Natur haltet nicht viel davon, wie man sieht an dem, der was da unten hinbieselt. Das Gendersternchen, das hätte ich jetzt bei der letzten Messe fast verkauft. Mhm. Er war begeistert und sie hat gesagt, wenn du das heimbringst, das sage ich, das landet im Müll. Ja, aber das habe ich zum Beispiel auch oft erlebt, dass zum Beispiel, wenn Ehepaare kommen, dass das dann natürlich so sehr logisch, weil es ist immer so, dass wenn jetzt jemand dann in einem Bild was findet, was er total super findet, muss der Partner nicht unbedingt auch so sehen. Ja, und dann hast du das Problem, das ist in einer gemeinsamen Wohnung und dann ist die beste Lösung immer noch ein eigenes Arbeitszimmer oder ein Raum, wo man aufhängen kann. Ist für mich, muss man ja übrigens Wohnzimmer hängen. Ne? Ja, ich meine eben, also man muss halt die Art von Humor auch mögen. Also, fucking Cis-Sheeps. Ja, das haben die wenigsten verstanden. Also auf der Messe, da hat immer jeder gesagt, was soll das? Aber also ich finde es witzig. Ich mag die Sachen einfach. Ich kann mir nicht helfen und deswegen habe ich sie immer dabei, obwohl mir viele sagen, die passen überhaupt nicht zum Rest. Still waiting for the age of Aquarius. Ja. Da haben wir den Titel weggeschnitten, das heißt Weisheit 2.0. The Balance of Life. Und das ist aber, das ist jetzt auch Tusche? Nein, das ist Bleistift. Also wie das davor, das ist auch Bleistift, Das ne? ist auch Bleistift, ja, genau. Das ja, sind, ja, ja. Da wollt ihr mal was Neues experimentieren. Und da gibt es auch keine Vorlagen und das ist einfach so aus dem Nichts. Mhm. Der Blick über den Tellerrand. Der ist aber ganz schön erschrocken. Der ist erschrocken, ja. Mhm. Ich bin ja so ein Krubin-Fan. Mhm. Und der kommt da ein bisschen durch, glaube ich. Obwohl, also es ist immer noch Humor und den hat der Krubin, glaube ich, weniger gehabt. Mhm. Aber ja, vom Stil her halt wahrscheinlich erinnert es mich eher. Naja. Tja, da sind wir im Moment, die künstliche Intelligenz. Braucht den Menschen immer, hm? Wir halten den Apfel in der Hand, aber wen interessiert's? Tja, solche Leute gibt's. Wollte ich gerade sagen, so, das sind so Leute sozusagen, die es echt immer wieder gibt und so, ne? Das ist so ja, die stehen immer im Regen. So, ja, es ist, aber es ist egal, was ihnen passieren wird. Also sie werden es immer irgendwie auf sich beziehen und dann irgendwie das Düstere drin sehen. Naja, aber wahrscheinlich deswegen, weil sie es gar nicht verstehen, dass sie das sind, oder? So eine Charaktergeschichte wahrscheinlich. No cover needed. Ja, natürlich, wenn der Bauch größer ist, dann braucht man ja nichts verstecken. Und da wäre man. Ja, das ist leider eine schlechte Auflösung. Das habe ich vergessen, ordentlich zu fotografieren, bevor ich es verkauft habe. Die Risiken eines Veganers. Die Risiken eines Veganers, ja. Wo ich das fertig gehabt habe, habe ich selber mit mir so lachen müssen. Mhm. Ja. Mhm. Ist halt so. meine Art von Humor.
Don't stop till you get enough. Wie groß sind die? Die sind besonders groß. Ne? Die sind teilweise echt ja, so. 10x10, 20x20. Ja, Nett schreibt, ich finde auch die Titel extrem genial. Und wenn ihr die Titel so extrem genial findet, es sind 107 Zuschauer gleichzeitig und nur 57 Daumen hoch. Also der Mike zeigt euch hier so ein ganzes Werk oder so. Seid nicht so geizig mit den Daumen. Ne? Ja. Der Selbstversorger. Ja. Na, das ist ja die Frage, wo man seine Karotten findet. No? Ja. Und er ist halt ganz autark, also er braucht da nichts. Naja, die Phase durchläuft jeder mal. Der Draufgänger, ja. Der hat alles hinter sich lassen, alle Sicherheit und er geht seinen Weg. Ja, echt lustig. Ah, schau jetzt, 66 mag ich Bewertungen, deine Rüge. Der Aufruf hat funktioniert, ja. Genau. Ja, und der Kreislauf Dankeschön. Des Lebens. Das ist jetzt ein bisschen schwerer natürlich, aber so ist es. Ja, man stoßt was Kleines an und das Große erschlagt einen. Das war's, glaube ich, oder? Da wären wir dann sozusagen beim Kreislauf des Lebens, ne? So. Ja. Ja, super. Da habe ich philosophisch extra ganz zum Schluss getan. Das heißt sozusagen, also wir werden euch jetzt nicht gleich in die Nacht reinschicken. Also das heißt, wir sind jetzt, das ist eine gute Frage, wir sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs. Also das war super, dass du uns deine Arbeiten gezeigt hast. Und es ist natürlich logischerweise, wie wir auch wissen, natürlich ein Unterschied, ob man das in echt sieht oder nicht. Ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Also muss man auch sagen. Und drum ist es natürlich schon immer irgendwie so eine Sache. Gehst du viel in Ausstellungen? Früher ja, jetzt eigentlich immer weniger. Echt? Ja, also mir passiert es oft, dass ich bei den Messen durchgehe und ich finde wenig, was mir jetzt wirklich noch inspiriert. Leider ist es so. Bei den Messen meinst du? Bei den Messen oder auch in die Museen. Also ja, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mir zum Beispiel in Baselitz jetzt anschaue, in der Albertina. Oh. Aber, ja, okay, ich gehe nicht, weiß nicht. Bist du viel in Ausstellungen? Ja, schon. Also ich gehe regelmäßig und so, weil ich finde, Wien ist nicht, bietet natürlich total viel, aber interessanterweise, ich würde mir jetzt den Blasewitz nicht anschauen, weil jetzt ist auch noch eine andere Blasewitz-Ausstellung in der Albertina und ich weiß gar nicht, wie viele Blasewitz-Ausstellungen ich in meinem Leben schon gesehen habe. Und ich fahre irgendwie nach New York und im scheiß Guggenheim-Museum ist eine Blasewitz-Ausstellung. Ich bin in Venedig, das eine Jahr ist eine Blasewitz-Ausstellung. Letztes Jahr war wieder irgendwie so eine... Und das hat mich echt sogar noch von links hinten erwischt, weil nämlich eine Bekannte oder eine Schülerin hat zu mir gesagt, die in diesem Palazzo Grimani, den musst du anschauen, da ist dann so ein Raum mit so einer Kassettendecke und von oben kommt das Licht und sie haben dann so einen Putto reingehängt und dann haben die lauter antike Skulpturen in dem Raum aufgestellt. Ganz figurige Köpfe. Der Raum ist so spektakulär schön. Und den wollte ich anschauen. Und dann komme ich in diesen Palazzo Grimani. Ich habe echt nicht nachgeschaut gehabt. Ist eine Blasewitz-Ausstellung. Dann haben wir noch den Video angeschaut, wo er dann darüber redet und so. Ne? Dann ist es so, das sind die Fotos. Ob ich die zeigen kann? Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Also, ich habe es spannend gefunden. Ja. Bei ihm... Hast du es gesehen? Oder? Nein, habe ich nicht gesehen. Nein. Also, jetzt die Ausstellung. Du hast jetzt nicht gute Werbung dafür gemacht, muss ich jetzt sagen. Ja, also. Ich habe es ja nicht mal gesehen, aber das ist einfach so, wenn ich dran denke, dass dieses Zeug neben einem alten Meistern hängt, dann kriege ich einen Hals. Also dann ist dann echt so das Ding, weil ich habe da eine Bacon-Ausstellung gesehen und das war echt wirklich eine der besten Ausstellungen, die ich überhaupt gesehen habe. Und die haben die im Kontext mit den alten Meistern gehabt und das hat total gut funktioniert. Gut, das glaube ich, ja. Aber sie haben dann auch andere Sachen gehabt, dann haben sie Jan Fabre gehabt, der hat halt mit Baselitz fast nicht, nein. Und das ist einfach, finde ich, malerisch so ein deklassierend, also wo ich mir denke so, ja okay, jetzt, aber das ist halt auch so natürlich immer ein bisschen so das Ding, wenn ein Maler dann schon so jenseits von Gut und Böse ist oder so, dann hat er schon so einen Nimbus, dass dann eigentlich eine Kritik fast nicht mehr erlaubt ist. Also die ist fast nicht mehr erlaubt. Wenn du jetzt sagst, naja, aber haltest du was davon?
Was von seinen Sachen? Nein, von solchen Beschränkungen. Also du sagst wahrscheinlich trotzdem deine Meinung, oder? Auch ja. Nur auf ja, natürlich. Also ich habe es ja jetzt auch gesagt. Also, aber das ist auch so, weil das ist so, ich kann es ja begründen. Ich kann es ja begründen. Also für mich ist es einfach so, dass ich in meinem Kriterienkatalog, also all die Kriterien, warum ich irgendwas gut finden könnte, warum ich irgendwas finden könnte, was mich anzieht, ist es so, dass ich beim Blasewitz nichts finde. Also das heißt, die Sache, dass er auf den Kopf hängt, finde ich kindisch, weil er malt es am Boden. Und das hat er in den 60er Jahren schon gemacht. Dann die Sache ist die, dass ich keine Ahnung habe, um was es ihm geht. Jetzt habe ich in Venedig erfahren, dass es ihm eigentlich um nichts geht. Das hat er auch gesagt. Yeah, das heißt, inhaltlich, er malt zwar was realistisch, aber dadurch, dass es umdreht, sagt er, ich will sowieso keinen Inhalt haben. Und dann farblich finde ich ihn da scheußlich, zeichnerisch ist es gar nichts. Also das heißt, ich habe kein einziges Kriterium, warum das jetzt irgendwie, weißt du, da ist keine gute Geschichte dabei, weil er inhaltlich nichts macht. Das Ding auf den Kopf hängen, denke ich mir, komisch. Dann die Malerei ist echt schrecklich. In Venedig hat er einen Zyklus gehabt, wo er, das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, ich steige mich gerade rein, der hat dann seine Leinwände die hat Ölfarbe drauf gegeben, ziemlich viel, und dann hat er es abgeklatscht auf eine zweite und hat dann weitergemalt und hat dann immer wieder die eine Leinwand auf die anderen abgeklatscht und hat dann immer dann noch weitergemalt. Also so wie macht man möglichst schnell, können wir möglichst schnell viele Bilder raushauen. Und es gibt wirklich ein absolut grandioses Buch, das heißt Nothing If Not Critical vom Robert Hughes. Und der Robert Hughes, der war Kunstkritiker bei der New York Times. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn, wo er schon ein alter, old grumpy man ist. Und er hat zum Beispiel über Frank Auerbach geschrieben, er hat über Lucian Freud Biografie geschrieben. Also er war so eher so in der Richtung unterwegs. Und da gibt es eben eine Besprechung über Baselitz. Und das in den 80er oder 90er Jahren schon. Und die ist ziemlich treffend. Also das ist so, also er beschreibt ihn als relativ mittelmäßig. Und das würde ich auch so sehen. Ich finde ihn echt extrem mittelmäßig. Also, aber es ist halt einfach so, dass dann irgendwann dann dieses Ding, also ich denke, dieser High-End-Kunstmarkt hat sowieso völlig eigene Kriterien. Also das und, ist und oft ist es so, dass vielleicht die Kunst an sich nicht das Besondere ist, aber der Künstler dahinter. Und das finde ich jetzt bei Baselitz, also nicht wirklich. Da war nie irgendwas, was mich angesprochen hat von seiner Art, wie er ist. Also ich habe zum Beispiel einmal gesehen, wie er mit Studenten zusammengesessen ist und die haben dann gefragt, naja, was er halt für einen Tipp hat für die nächste Generation. Nachher sagt er, macht's irgendwas Besonderes, aber hängt nicht die Bilder auf den Kopf. Und das war's. Und dann haben wir gedacht, also das ist jetzt immer... Ja, es geht... Also ist das jetzt wirklich die Essenz von dem, was du Kunstinteressierte da mitteilen willst? Und das war doch so. Also da ist ja nichts mehr gekommen dann. Ja, und das ist auch so, also das wäre ja auch so das Ding. Also ich hätte zum Beispiel, das habe ich früher während der Studienzeit, wäre das quasi immer so mein Kritikpunkt, dass ich dann das Gefühl hatte, dass es eigentlich so, du wirst als Künstler zu einem Gag-Produzenten. Also du musst dann Gag machen, der gaggiger ist als der Gag von jemand anderem. Mittlerweile sehe ich es, finde ich einen Hauptkritikpunkt oft an der zeitgenössischen Kunst, dass ich die Person nicht mehr dahinter spüre. Also ich spüre keine Persönlichkeit, ich spüre kein Leben, also das Leben mit Hoch, Tief, mit Leidenschaften, mit Passion, mit Freude, mit Trauer. Also ich spüre das alles nicht mehr, weil es einfach ein Produkt ist. Es wird ein Produkt fabriziert, das nach Kunst ausschaut. Von Anfang an schon so ausgelegt, dass man ein Produkt produziert. Exakt. Das ist das. Also das ist mein Hauptkritikpunkt. Ja, das sehe ich so, ja. Das ist mein ja. Hauptkritikpunkt. Weil es ja manchmal, ich finde es manchmal nicht uninteressant, ich finde es manchmal auch so, selbst auch gemalte Sachen. Also selbst auch Sachen, wo jemand sagt so, ich finde, dass zum Beispiel manchmal sogar die Xenia Hausner dann Produkte fabriziert, weil sie weiß, das funktioniert gut und ich mache das dann so und da wird dann ein Produkt gemacht. Also diese Gefahr ist, die kann man immer haben. Also das ist auch so, ne? Na, wenn es läuft, nachher fällt man natürlich leichter rein, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich zahle dir 50.000 Euro für sowas und du hast keine Arbeit oder 100.000 Euro oder wie auch immer. Mhm. Ja, da brauchst du nachher Charakter, dass du sagst, die Schiene fahre ich jetzt nicht, oder? Lieber probiere ich etwas, wo ich nicht weiß, wie es ankommt. Ja. Also schwierig, überhaupt in solche Summen dann. Mhm. Weil andererseits... Man muss natürlich auch schauen, dass man von irgendwas lebt und man sucht immer, man bietet sich den Markt ja irgendwie immer an und das ist etwas, was mich auch immer sehr gestört hat. Ja. Und wenn jetzt
nicht unterrichtest oder den Hauptfokus auf Unterrichten ist oder sonstige Sachen, wie du dein Geld verdienst, abseits der Kunst, ja, dann ist natürlich immer schwierig. Also wenn man von der Kunst leben will und seine Miete zahlen, nachher muss man schon auch, finde ich, irgendwo Kompromisse machen. Mhm. Ja. Aber ich meine, man darf sich nicht verkaufen, finde ich. Ja. Das wäre sicher die Prämisse. Ja. Es gibt noch, also der Ralf hat gesagt, danke für den Baselitz Rant. Bis jetzt konnte ich es nicht so gut begründen. Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Ja, also keine Ahnung, ob du das jetzt auch so empfindest oder so, wie ich das jetzt irgendwie gesagt habe. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es gibt, also ich kenne auch Leute, die Baselitz genial finden. Ja, ja. Und die finden halt auch ihre Argumente dafür. Ja, genau. Da habe ich noch keine gescheiten gehört, aber das Ding ist zum Beispiel... Da war Na, also keine, was mir überzeugen, aber... Im Kunsthistorischen Museum war eine Ausstellung von Mike Rothko, ne? Der macht so Quadrate. So Mark Rothko, so. Genau. Ja, genau. Ich habe ihn jetzt falsch ausgesprochen, aber es war absichtlich, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? Mark Rothko. Und das Roskowitz. 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 Ja, und das Lustige dran war, zwei Sachen. Also als erstes mal so, ich glaube, ich habe niemanden getroffen, also oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden getroffen hätte, der das, also ich war der Einzige, der es schlecht fand. Alle anderen waren so, oh, das ist so toll. Was ich echt total irre fand, die haben in dem Museum das Licht total runtergedimmt gehabt. Was dann echt schwierig war, die Farben zu erkennen. Und ich war so da gestanden, immer, bin ich jetzt der Einzige, der sich darüber aufregt, dass ich einfach die Malerei... Also mir war das, du bist so in so dumpfen, abgedämpften Räumen gegangen und du hast die Farben nicht gescheit erkannt. Das war schon das eine Ding, das mir dann echt erklärt hat. Dann habe ich dann einen Fotografen getroffen, der da so rumfotografiert hat und der hat mir dann erklärt, wie toll das ist. Und ich denke mir so, okay, ne? Mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt eine Dokumentation von Francis Bacon. Ja, aber was war jetzt mit Rothko, was wäre die Begründung von denen, dass es so genial ist? Weil es einfach so poetisch ist und es ist dann so, das wird dann so, das wird dann auch so transzendal. Also jetzt, da ist unheimlich viel so Nimbus und bla 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 dazu. Das Ding ist, ich bin im also zweiten Raum, bin ich echt im Wachkoma. Also da würde ich jetzt diskutieren mit dir. Echt? Oh, du machst ihn. Ja, ich mag ihn. Okay. Aber also da hast du gerade einen rausgesucht, den was ich sehr interessant finde. Aha, okay. Ja. Und da finde ich interessant, dass man auch oft hinter die Arbeit schauen muss, wer sie macht und nicht jetzt nur auf die Arbeit. Interessant, Leute. Also gerade Mark Rothko, finde ich, ist einer, der was wirklich daran geglaubt hat, dass er die Kunst vom Gegenständlichen befreien kann. Okay. Und er hat passioniert daran gearbeitet bis zum Tod. Mhm. Und er hat versucht, in tausende Schichten übereinander versucht, Emotionen zu produzieren. Und dann hat er ja Erfolg gehabt, dann ist er im Rockefeller Center gehängt worden und dann sind die Preise nach oben gegangen. Mhm. Und er ist aber dann irgendwann einmal draufgekommen, oder hat er für sich so beschlossen, hat er gesagt, es hat nicht funktioniert. Ich wäre für Millionen verkauft, aber es hat nicht funktioniert. Mein Experiment ist gescheitert und damit sage ich auch goodbye und hat sich, ich weiß nicht, hat er sich eine Kugel in den Kopf gejagt? Oder, hat sich umgebracht. Aber irgendwie hat er sich halt umgebracht. Ja. Und dann denke ich mir, also wenn jemand so konsequent an etwas arbeitet und scheitert, dann hat er trotzdem meinen Respekt verdient. Okay, das ist aber du argumentierst natürlich jetzt auch schon auch in die Richtung, dass ich der Meinung bin, dass es, ja, also für mich ist es wirklich so, dass er hat dann alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Er wollte jetzt nicht, also das war sein Ding, das wollte er machen und das hat so für ihn nicht funktioniert, ja. Und die Follower hat es natürlich nicht gestört. Also das war ja, aber wie gesagt, also bei mir ist es so, dass ich dann im zweiten Zimmer im Wachkoma bin und denke mir, es ist langweilig. Aber was noch viel besser war, muss ich eine Anekdote erzählen von einem gemeinsamen Freund von uns. Es war dann eine Francis Bacon Dokumentation und dann sind sie unten im Keller in der Tate Gallery und dann machen sie so eine Dia-Show. Und der Kurator, der zeigt dann verschiedenste Bilder, also ganz unterschiedliche, aber auch eben Bacon-Bilder. Und dann zum Beispiel, er kommt dann zu den Papstporträts und da lässt er sich selber, sagt, wenn ich könnte, dann würde ich alles wegschmeißen. Das findet er so schrecklich, was er da gemacht hat. Also die hat er selber nimmer gemacht und so. Gut, er hat, glaube ich, alles nicht mögen. Oder? Nein, das stimmt nicht. Nee, da war er dann schon so. Aber auf jeden Fall kommt er dann zu, in der Tate Gallery gibt es einen Rothko-Raum. Ne, der so. Und dann zeigt er dann das Foto von diesem Rothko-Raum und so. Und dann sagt der Francis Bacon,
Und das fand ich dann echt erstaunlich, dass er das sagt. Hat er gesagt, also wenn er da in diesen Raum rein muss mit diesen senfgelben Bildern, dann kommt er so schlecht drauf, dass er sofort wieder raus muss. Er findet das so scheußlich. Das ist auch viel zu sauber für ihn wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, das fand ich dann so, weil wenn es dann den Baking, der ist auch eher ein bisschen so düster und denkst, ja, können auch Leute, aber dass er dann da aussteigt und so. Apropos Francis Bacon, kennst du das Interview mit David Silvester, glaube ich, heißt der, von Francis Bacon. Da könntest du da mal die Technik ein bisschen weiter weg von uns, und das haben sie am Bett gemacht, sind am Bett gesessen und haben geraucht und getrunken. Das wäre doch auch mal was für deine Livestream. Hier, das sozusagen ein bisschen gemütlicher einrichten und so, ne? Okay. Ich meine, das ist ein tolles Atelier, keine Frage. Aber so, nein, ist mir nur gerade eingefallen. Oh. Das ist ein tolles Interview gewesen. Aber dass wir uns jetzt nicht irgendwie zu zerstrudeln mit den verschiedensten Künstlern und so. Wobei, also es war auf jeden Fall ziemlich lustig, wie das gefilmt war. Und natürlich auch so der Francis Bacon ist eigentlich ziemlich lustig. Also das denkt man gar nicht. Ich war echt erstaunt, dass er eigentlich so ein lustiger Typ ist und so. Ne? Also wenn man seine Bilder kennt, und dann war er irgendwie so relativ... Er muss aber auch sagen, er war dann oft besoffen. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Aber bis zum Schluss einstudiert. Ja, ja. Weil es gibt ja bei manchen Interviews, wo er vergisst, was er sagen will, und nachher nimmt er einen Zettel raus, faltet den Zettel auf. Ah ja. Und nachher redet er weiter. Also okay. trotz Alkohol und allem. Ja. Wir haben nämlich jetzt ein paar Fragen dann eigentlich auch über der Ralf ist klar für das gemütliche Studio. Die Feministin, ob man die Feministin nochmal zeigen können, Gentileschi ist mehrfach gefallen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hätte auch wirklich das Gefühl, dass es die Gentileschi ist. Aber der Freizeitvideos, kannst du das nochmal? Ich tue jetzt. Also, tu es mal googeln. Ich tue mal googeln. Hat keiner von euch, nämlich die Gentileschi, ich kann es hier mal machen, die Gentileschi. Da ist sie schon. Judith und Holofernes, da haben wir sie. Nee, das ist es nicht. Ja, eben. Das ist es wirklich nicht. Wie heißt er denn? Das ist nämlich ein Mann. Das ist ein ungelöstes Rätsel. Dann, tut mir leid. Also das ist so, tolle Bilder, tolles Gespräch. Dankeschön, Annika. Dann Annette Bayer, ich habe den Eindruck, man soll als Künstler möglichst ausgefallen sein. Je durchgeknallter, desto besser. Als realistischer Maler ist man völlig aus der Zeit gefallen. Ja, es ist natürlich so, das kennst du ja auch, diesen Kommentar, also diese, ich glaube, du hast es sogar in deinem Atelier auch gesagt, dass ja oft die Leute herkommen und sagen, ja, warum tust du Gegenstände nicht malen, warum tust du Leute porträtieren, das ist schon tausendmal gemacht worden oder so. Also so nach dem Motto, warum tust du jetzt irgendwie so Museum machen und bist jetzt nicht innovativer. Hast du schon öfters gehört? Nein, mit dem habe ich immer gerechnet, so, und sogar auf die Messen habe ich mir gedacht, also da werde ich wahrscheinlich auch viel Kritik kriegen. Ja. Komischerweise hat nur, vielleicht traut man sich nicht mehr, also das zu sagen. Ich habe schon öfters gehört. Also ja, also, ja, warum malt man heute so nach einem Porträt, wenn man es genauso gut fotografieren kann. Also ich habe solche Sachen schon auch oft gehört und so, ne? Also dann. Na gut, vielleicht ist das gerade das Ausgefallene heutzutage. Ne? Weil geht ja gegen den Strom, wenn man eigentlich figurativ malt. Ja, wobei auch wieder nimmer. Also ich finde, ja, wie du sagst, also das ist sehr heterogen, und ich finde irgendwie, dass es auch zum Glück auch nimmer so ein Grabenkampf ist, wie es vorher war oder so. Also der ist jetzt nimmer wirklich so arg und so, ne? Jeder soll das machen, was er machen will. Und ich finde halt, wenn man wirklich versucht, irgendwie besonders zu sein, und man ist es nicht, das ist halt nachher immer traurig, finde ich. Ja. Also man muss einfach das, was man hat, ausarbeiten, und nachher funktioniert es auch. Also ich finde, auch wenn man jetzt eine Buchhalternatur hat und auf Miniaturmalerei steht und das konsequent macht, nachher hat es sowas Authentisches, dass man auch dazu stehen kann. Trophime Bigot, genau. Das war es. Der alter Verwalter. Ich sag Christoph Z. Ich werde verrückt. Hättest du jetzt eigentlich auch was gewinnen müssen. Huh? Ah, Christoph Z. Super. Christoph Z. hat den Namen. Dankeschön. Wow. Unglaublich. Also ich bin begeistert. Ich würde sagen, wir werden jetzt freudig aus dem Gespräch rausgehen, indem ich jetzt noch ein paar Bilder zeige, die mich irgendwie auch sehr schön sind. Also wenn das... Der Mike hat es auch abgesegnet. Das heißt, ich tue uns jetzt mal gar nicht einblenden.
Sondern ich zeige euch mal so die Wirkungsstätte und das Atelier von Mike, also weil das ja auch vorhin gezeigt wurde. Was ich nämlich schön finde, das ist jetzt hier im Wohnzimmer, dass du da deine Bilder aufgehängt hast. Ja, also, es ist alles so Atelier. Mhm. Also das heißt, also das wir ist wohnen auch so, im Atelier. Das ist auch natürlich, das ist auch also, wo du, ja, wo du natürlich dann mit den Modellen dann post und dann deine Modelle auch inszenierst, ne? Genau, genau. Ja. Aber auch es ist Leinwand bauen und alles drumherum, ah, das passiert okay. Dort, die Tischlerei arbeiten. Genau. Ja. Das ist das Klavier, auf dem meine Frau spielt, um die Modelle zu unterhalten, dass sie aufmerksam bleiben. Und das war aus einem Meisterkopienkurs, den du abgehalten hast? Genau. Mhm. Caravaggio. Also die Zeichnung finde ich wirklich toll. Die ist super. Ja, der alte Franzose, ja. Ja, da werden die Wände schon leer, da muss ich wieder mal auffüllen. Ja, stimmt, dahin. Hier, das, wir haben über die Palette geredet, sozusagen, dass du keine Palettendisziplin hast. Na, gar nicht, gar nicht. Einfach so die Farbe so wild drauf losmischen, irgendwo ist eine Farbe, warte, wo ist die Farbe? Ah, da drin ist er, ja? Ah, mittendrin und so. Ne? Das ist jetzt eh noch, da habe ich gerade begonnen, deswegen ist noch recht sauber. Ah, okay. Und ja. Der hat doch 50x50 Durchmesser. Mhm. Und das ist die Palette, mit der du auch die großen Bilder malst. Das steht genau. Daneben. Also ich habe drei Paletten, weil eben ich bin sehr schlecht mit Sauberhalten und nachher habe ich drei Paletten in der Arbeit. Mhm. Ja. Das ist ein orthopädischer Stuhl, den was ich mir gerade gekauft habe, der ist super. Also echt? Den kann ich nur empfehlen. Ehrlich? Ja, habe ich selber empfohlen bekommen und also der ist genial. Man fühlt sich wie, wenn man auf dem Pferd sitzt. Du kannst den Höhen verstellen und super. Weil nämlich mal ein Freund von mir hat nämlich fürs Fotostudio dann sich so Zahnarztstühle gekauft. Also die aber jetzt auch die da gut rollern, dass er, wenn er fotografiert, immer hin und her rollern kann und so, ne? Also sonst mal ihn nur stehend, denke ich. Ja, ich nehme mich auch, also, aber das ist ein guter Tipp und so. Also das sind ja diese Kupferbilder. Also die zwei linken, die jetzt unscharf sind, die habt ihr vorher schon gesehen. Ne? Und das sind auch eben Arbeiten auf Kupfer. Oh, das ist natürlich auch die Van Gogh und die Rembrandt-Farben fotografierst, das ist ja. Und du malst aber mit peinlich. Dem Norma, oder? Wieso? Naja, ich bin überhaupt kein Fan von denen. Oh, die hängen schon ewig dort. Das ist natürlich super. Jetzt ist die Leute also, völlig in die Irre. Ja, ja, ja. Ja, da per Anhalt, da kommst du. Da kommt die Frage. Ja, Norma Professional, die haben die größte Palette an guten Farben, finde ich. Also mit einzelnen Farben gehe ich dann doch zu Old Holland oder lass mal in Tirol welche mischen. Bei oder gibt es einen Farbhersteller, ne? Da gibt's einen, ja, der ist recht unbekannt, ist aber der einzige in ganz Österreich, was Farben herstellt. Und das hat wer hat mir das gesagt? Ich hab dir das gesagt. Oh, du hast mir das gesagt? Ich hab dir das gesagt, ja, denn das kennt nämlich sonst keiner. Deswegen machen wir ein bisschen Werbung für ihn. Lilly Farben heißt er. Genau, ich habe sogar danach dann gegoogelt. Und aha. So. Ja. Ja. Da seht ihr dann auch, wie das Bild hängt. Ne? Also ich tue uns mal wieder blenden. Und da habe ich dann noch ein Close-up gemacht von dem Bild. Also das seht ihr dann auch, die Leinwand. War natürlich nicht so super duper Close-up. Ja, also. Ja, cool. Danke für die Einblicke auch, dass du das zugelassen hast oder so. Dass ich da einfach voll voyeur-mäßig dann da reingehen durfte. Ne? Ja, also jetzt abschließend. Achtung, jetzt kommt's. Weil wir haben nämlich wirklich viele Sachen gar nicht angesprochen und ich glaube aber echt auch, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon in dem Stream sind. Ja, nochmal schauen oder so. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es bei den 2 Stunden zu halten, weil das ist eine knusprige, gute Zahl. Und da werde ich jetzt, wenn ihr jetzt noch ein paar Daumen hoch übrig habt, ne, von den 101 Zuschauern, dann ist es natürlich total super. Und ansonsten ist die Frage, was sind jetzt deine Ziele? Wo möchtest du noch hinkommen? Oder was ist das, worauf du hinarbeitest? Ich bin jetzt gerade in einer Phase wieder, wo ich total unglücklich bin mit dem, was ich mache. Wo ich alles schlecht finde, wo ich mir denke, ich muss alles anders machen. Und jetzt werde ich mal 2-3 Wochen Auszeit nehmen und mal in mich gehen und schauen, was ich da eigentlich verändern will. Also was rauskommt, keine Ahnung. Ich weiß nur, eben, wie gesagt, ich weiß immer, was ich nicht will. Und was ich will, kommt dann irgendwo her aus Zauberhand, indem ich einfach mache. Aber es braucht immer eine Phase der Depression fast schon, wo ich durchgehe, wo ich total verzweifelt bin,
dass ich dann wieder aufstehe und was Neues rausbringe. Also ich lasse mich da ziemlich überraschen. Schau mal, wo die Reise hingeht. Und grundsätzlich irgendwie auch so von der Ausrichtung her oder so, jetzt so der groß- oder langfristige Plan? Gibt's da einen? Du meinst jetzt in der Malerei oder? Also jetzt einfach auch, wo du mit deinem Werk hin möchtest oder so, was da dein Ziel ist und so. Also, ich möchte mir ein Winteratelier in Kuba besorgen. In Kuba? Okay. Kannst du Spanisch? Ja. Und ich habe 6 Jahre in Mexiko gelebt. Ah ja, stimmt. Und habe es nie nach Kuba geschafft, aber das will ich mir mal anschauen. Und die haben super alte Räume, was gute Stimmung haben, wo das Atelier leistbar ist, weil in Wien gute Räumlichkeiten sind schwer. Also das ist ein Projekt für die Zukunft. Ist natürlich recht schwer, nachher die Werke hin und her bringen in dem Format. Aber ja, ein bisschen abstrakter. Das wird es werden. Und sonst das Leben genießen. Was bleibt anderes übrig? Stimmt. Ja. Hey, mit dem Satz schließen wir jetzt einfach, weil... Ja, der war schon aufgelegt, oder? Ja, der war jetzt aufgelegt, sozusagen, weil das ist so... wir werden jetzt dann den Abend noch genießen und dann noch ein bisschen ausklingen lassen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt noch ein paar so Sachen im Chat und so, aber da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil wir es dann noch irgendwie in die Länge zerren. Ja, und, die Anastasia ist anwesend. Ja, die Gnefrau, die Gemahlin. Grüße nach Hause. Traumhaft. Und aber auf jeden Fall, dir danke ich auf jeden Fall für dieses super interessante Gespräch, dass du auch bereit warst, einfach auch deine Arbeiten zu zeigen, natürlich auch in dem Rahmen, finde ich total klasse. Danke für die Einladung, es ist natürlich toll, cool, da zu sein. Also tolles Studio, danke. Toller Moderator. Sind da viele von deinen Schülern dabei? Unter anderem auch, denke ich. Also mittlerweile ist es einfach eine riesengroße Community geworden, also die ich natürlich nicht müde werde zu loben, weil einfach auch so, wenn man denkt, ihr seid jetzt eigentlich auch wirklich dann tapfer dabei geblieben, einfach dann für die 2 Stunden euch da drauf zu konzentrieren. Und wir haben immer noch 100 gleichzeitige Zuschauer und das ist natürlich schon super. Also das ist schon toll. Glaubt's ihm nichts, was er sagt, wenn er unterrichtet? Warum? Hinterfragt's alles, weil der Mann, der hat so viel Wissen, der kann euch wahnsinnig viel beibringen. Holt's alles raus und das kann man nur mit hinterfragen. Nichts glauben, aber hinterfragen. Ja. Das stimmt, das ist auch wirklich ein guter Tipp. Also in diesem Sinne danke ich dir recht herzlich. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Danke auch. Der Ralf war ja auch jetzt im Chat oder so, vielleicht sitzt er nächste Woche wieder neben mir und wird euch dann in den Abend verabschieden, aber heute müssen wir das selber machen und wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Sehr elegant.